Hallo Leute, scheint alles gut zu funktionieren. Dann kann's ja losgehen. Sind eigentlich schon Leute da? Wenn schon wer da ist, dann geht doch ab in den Chat. Ich freue mich immer, wenn mir geschrieben wird. Und in wenigen Minuten fangen wir dann auch gleich mit dem Spiel an. Heute The Binding of Isaac. Für die Leute, die es noch nicht kennen, erzähle ich nichts. Ich spoilere ja auch nicht gerne. Für alle Leute, die den Stream beim letzten Mal gesehen haben, werden bemerken, dass ich die Qualität etwas hochgedreht habe von absolutem Bullshit hoch auf HD Ready. Hat also gut funktioniert. Und ich hoffe, das gefällt euch. Und ich schaue mir mal kurz auf den Seiten noch an. Ah, es sind sogar schon Leute da. Das ist schön. Dann würde ich sagen, können wir loslegen. The Binding of Isaac ist kein Spiel, was man unbedingt von Anfang an gucken muss. Da kann man auch mittendrin einsteigen. Also, ja, fange ich gleich an. Moment. Und es kann losgehen. Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything. Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Und genau da sind wir dann auch. Wir sind Isaac und spielen The Binding of Isaac, sogar mit Erweiterung Wars of the Lamb, Version 1.48. Ich habe meinen Speicherstand komplett aufgegeben und wir fangen komplett von vorne an. Jetzt noch eine kleine Frage. Passt es so mit den Audioeinstellungen? Kann man mich gut verstehen? Kann man das Spiel einigermaßen gut hören. Beim ersten Mal durchspielen, ja, ich werde es heute mehrfach durchspielen, für alle Leute, die das Spiel nicht kennen, das ist normal. Beim ersten Mal durchspielen werde ich die normalen Isaac-Sounds lassen und später gibt es dann ein bisschen Musik von mir. Oh, das ist schön. Hallo, Jack O'Neill 12.
begrüßen wir mal die ganzen Leute. Hallo Anonymous Alice 00 und hallo Devilgamer 64. Dann kann es ja auch schon losgehen. Kennt ihr das Spiel? Ich habe ja einen Chat, ich habe ja Leute, mit denen ich reden kann. Also gibt es jemanden, der das Spiel noch nicht kennt, oder gibt es... kennen vielleicht alle das Spiel? Gibt schon Leute, die das Spiel kennen. Also es ist ein bisschen was anderes, meiner Meinung nach. Nichts Let's Playbares. Da ist keine... Es gibt zwar eine Storyline, aber man fängt bei diesem Spiel relativ oft von vorne an. Das ist sehr zufallsbasiert und es hat einen extrem hohen Wiederspielwert. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Ich erkläre dann dabei ein bisschen was. Also, Start. So, wer bin ich? Ich bin Isaac, denn Magdalene ist noch nicht unlocked, Cain auch nicht, Judas auch nicht, Eve auch nicht und Samson auch nicht. Isaac hat drei Sterne beim, drei Striche beim Herz, zwei beim irgendeinem Schuh und hat anscheinend zwei Schwerter und hat keinen X-Knopf, das ist sehr schade. Also, wir spielen Isaac. So, das ist das Spiel. Sieht ein bisschen Zelda-like aus, also so ist auch teilweise so. Wir haben oben, links oben eine kleine Karte in den Räumen. Also links von mir ist ein Raum, den habe ich noch nicht erforscht. Ich bin gerade in dem Raum, der weiß ist. Und unter mir und rechts von mir sind auch noch Räume. Dann haben wir da ganz oben, ich kann ja, glaube ich, mal ein bisschen zeigen, eine Cent-Anzeige. Das ist unser Geld, mit dem wir rumrennen. Darunter sind Bomben, mit denen wir rumrennen, und Schlüssel. Arrows bedeutet mein Angriff. Isaac ist ein kleines Kind. Die ganze Geschichte stammt übrigens aus der Bibel mit Isaac. Kennt man vielleicht. Und wir greifen an mit Tränen, ja. Wir heulen den Gegnern etwas vor. Und sie sterben hoffentlich möglichst schnell. Rechts oben sieht man mein Leben. Wenn das Leben auf Null geht, dann muss ich wieder von vorne anfangen. Ja, so ist es. Und hier sieht man auch schon, ich kann mich bewegen, ich kann angreifen in vier Richtungen, ich kann Bomben legen, was ich jetzt nicht mache, da die noch wichtig sind, und ich kann ein Item benutzen, wenn ich es denn habe. Fangen wir mal ein bisschen an. So, und was erwartet uns hier unten im Keller? Ziemlich fiese, teilweise relativ ekelhafte Gegner. Ja, ich habe gerade einen Hundehaufen oder einen Haufen im Allgemeinen kaputt geweint. Oh, sehr schön. Und wir kriegen als Belohnung zwei Bomben. In jedem Raum kann zufällig was spawnen. Es kann auch gar nichts passieren. Ist auch möglich. Und hier haben wir auch schon die wahrscheinlich häufigsten Gegner in diesem Spiel fliegen. Und natürlich möglichst nicht getroffen werden. Das ist in zwei Arten wichtig. Vor allen Dingen natürlich, um möglichst kein Leben zu verlieren. Aber es gibt noch einen anderen Grund, den ich noch nicht erkläre. Und wieder eine Fliege. Gar kein Problem. Ich habe das Spiel schon ziemlich weit durchgespielt, also jetzt der Anfang sollte nicht so schwer sein für mich. Warum mache ich die Hundehaufen kaputt? Da kann was drin sein. Zum Beispiel Geld oder Leben. Ja, frag mich warum. Es ist so. So, was habe ich hier gefunden? Ich habe hier eine Pille gefunden. Und rechts oben steht Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ja, ich weiß natürlich nicht, was da drin ist. Das ist auch bei jedem Durchgang des Spiels anders. Aber ich benutze sie einfach mal und wir sehen dann, was drin ist. Friends till the end. Jetzt umkreisen mich so drei Fliegen und die greifen dann Gegner an und vernichten die. Allerdings sterben die Fliegen dabei auch, also Kamikaze-Attacke quasi. So, rechts von mir ist der Bossraum. Wir sind, links unten sieht man es, in Basement, also im Keller. Klar, wer das Intro gerade gesehen hat, weiß, dass uns Isaacs Mutter umbringen wollte. Ihren eigenen Sohn. Und wir sind in den Keller geflüchtet. Wir sind also im ersten, sag ich mal, Bereich des Kellers und dort rechts ist der Boss. Also es gibt für jeden Bereich immer einen Boss und dann geht man weiter runter in die Tiefen, um irgendwann gegen Isaacs Mutter anzutreten. So, da unten ist eine Tür. Ich habe einen Schlüssel. Ich könnte also reingehen.
Ich werde das allerdings nicht machen, denn diese Tür führt mich, wie auf der Karte angezeigt, zu einem Shop. Das ist durch dieses Cent-Zeichen, also quasi dieser Penny, soll das symbolisieren. Und ich habe kein Geld. Also warum soll ich da hin? Und Schlüssel verschwinden in diesem Spiel, warum auch immer. Und warum sollte ich Schlüssel verschwenden, wenn ich mir eh nichts leisten kann? Deswegen gucken wir noch ein bisschen rum. Was ich hier in diesem Raum oder in diesem Floor, in diesem, wie sagt man, in dieser Etage, im ersten Untergeschoss quasi suche, ist der Itemraum. Denn davon gibt es auch immer einen. Neue Gegner, kleine Fliegen, die einfach auf mich zufliegen, genau das, was ich auch gerade habe. Und, ja, Körper, ein bisschen Isaac-ähnliche Körper, die rumspringen. Ich nenne die mal Hopper. Heißen vielleicht sogar auch so. Und das ist der Itemraum. So. Ich kenne natürlich die meisten Items, also ich kenne wahrscheinlich alle in diesem Spiel. Die können komplett zufällig auftauchen und verändern das Spielgeschehen teilweise sehr dramatisch. Das jetzt nicht so sehr, ist allerdings ein sehr gutes Item, denn das sind Zahnstocher. So, jetzt überlegen wir mal ganz logisch. Isaac weint. Das ist sein Angriff. Das heißt, was machen wir mit Zahnstochern, was uns Vorteile bringen könnte? Wir stecken sie uns in die Augen, damit die Augen weiter offen bleiben, und wir weinen jetzt rote Tränen. Ja, also der Schaden ist jetzt gerade ziemlich stark hochgegangen und die Angriffsgeschwindigkeit, glaube ich, auch. Und ja, rote Tränen heißen meistens entweder maximaler Schaden oder wir haben irgendeinen Gegenstand aufgenommen, der uns Blut weinen lässt. Und Isaac verändert sich innerhalb dieses Spiels. Das hat man jetzt sicherlich ziemlich gut bemerkt. Ich kann mir noch die Statistiken angucken. Was wir hier noch haben, ist einmal das erste ist Isaacs Geschwindigkeit, dann das zweite ist Isaacs Angriffsgeschwindigkeit, dann Angriffsstärke, dann geht also auch noch ordentlich was, und dann die Reichweite. Und hier sehen wir, unser erstes Item sind Zahnstocher. Okay, so, noch weitere Räume. Hier sind Gegner, die Angst vor uns haben, die auch ein bisschen rumheulen und aus dem Fliegen rauskommen. Das ist der Grund, warum die so aufgeblasen sind. Das Spiel ist ein bisschen eklig manchmal, ein bisschen komisch ist es auf jeden Fall. Ich habe am Anfang auch gedacht, was für ein Scheiß. Aber das macht unglaublich viel Laune und ja, wenn man, je weiter man einfach fortgeschritten ist. So, jetzt haben wir alle Räume bis auf den Shop durchschritten. Und jetzt gibt es noch eine Sache, die ich mache. Es gibt immer zwei verborgene Räume. Der eine ist der normale Secret-Raum. Der ist meistens so versteckt, dass er zwischen drei Räumen, also drei Anschlussmöglichkeiten hat. Und dann gibt es den Super-Secret-Raum und der hat nur eine Anschlussmöglichkeit. Also wir sehen auf der Karte, das einzige Feld, was frei ist und was drei Anschlussmöglichkeiten hat, wäre das hier. Und deswegen ist die Chance sehr hoch, dass hier ein Geheimraum ist. Und genau den habe ich gerade gefunden. Und wir finden ziemlich viel Geld. Also hier können Items drin sein, also quasi Gegenstände oder Geld zum Beispiel oder auch Gegner. Das kann auch sein. Also ich habe jetzt 11 Cent. Und jetzt könnte man sich überlegen, ob ich mal den Shop angucke. Und das mache ich. Hier auch Feuer. Feuer ist böse. Da kann man gegenrennen und dann kriegt man Schaden. Das ist nicht toll. Für 15 Cent könnte ich mir eine Karte kaufen. Eine Dungeon-Karte. Sowas wie bei The Legend of Zelda. Dann würde ich die Räume schon vorher sehen. Kann ich mir allerdings nicht leisten. Das hier ist eine Tarot-Karte. Und die haben unterschiedliche Fähigkeiten. Und das hier ist ein Soul Heart, ein Geisterherz. Wir haben gerade drei Herzen und die sind voll. Das ist allerdings auch mein Maximalleben. Das heißt, wenn ich jetzt ein Herz finde, kann ich mich damit nicht heilen. Aber Soul Hearts interessiert das nicht. Ich kann das Ding nehmen und kriege ein extra Herz gut geschrieben. Die sind also besser als rote Herzen, die wir sicherlich noch zuhauf finden werden. Gut, da ich gerade in Geberlaune bin, schaue ich mal, was ich hier so habe. Also, Tarotkarte, Death, macht Schaden an allen Gegnern im Raum.
ist ein guter Arschretter. Ist also keine schlechte Karte. Soll ich mir das so hart kaufen oder nicht? Ich kauf's mir mal. Dann seht ihr das. Und jetzt habe ich 4 Herzen. Allerdings ist das eine blau. Gut. Dann schauen wir uns den ersten Boss doch mal an. The Duke of Flies. Und was macht er? Natürlich Fliegenkotzen. Das ist so ziemlich das hauptsächlich, was er macht. Wenn man ja sehr langsam Angriffsgeschwindigkeit oder kein Schadens-Item hat, dann kann der teilweise ziemlich mies sein, da, ja, man sieht's, er spawnt einfach unendlich Fliegen und die können ziemlich nervig sein. Die großen halten recht viel aus. Die kleinen, ich glaube 2 Schüsse, oder ne, 1 Schuss? Na, ne, 2. Hier eine gute Taktik ist, ihn angreifen, wenn möglich, wenn man nicht gerade total umzingelt wird. Denn wenn er tot ist, kann er nicht mehr spawnen und dann ist klar, dann hat man schon so gut wie gewonnen. Es ist möglichst, ja, es ist wichtig in Bosskämpfen möglichst keinen Schaden zu kriegen. Aus welchem Grund, das erkläre ich vielleicht später. So, jetzt noch die letzten Fliegen beseitigen. Eine noch. Und wir haben es geschafft. Das war die erste Etage. Und wir sehen hier, das ist ein halbes Herz, aber ich kann es nicht aufnehmen, denn ich habe maximales Leben. Es geht nicht, ich kann es rumschieben, ich kann damit Fußball spielen und ja, aber es bringt mir nichts. Okay, ein zweites Seelenherz, das ist auch cool. Und was ist das? Das ist ein Hundefutter. Wie heißt das? Hundenapf, genau. Von Max. Da steht Max drauf. Was machen wir damit? Lunch. HP ab. Also isst das Zeug wie ein Hund und kriegt einen Herzcontainer dazu. Also, das war ein Herzcontainer. Gut, dann haben wir hier in Basement 1 nichts mehr zu suchen und gehen runter. Und im Hintergrund sieht man ein paar Bosse. Okay, Keller, die zweite. Hier sieht man Spinnweben an den Seiten, also stelle ich mich schon mal auf Spinnen ein. Zum Beispiel sowas. Das sind Sprungspinnen, die sind teilweise ziemlich fies. Die eine ist grün, die ist stärker als die weiße, wird als Champion betrachtet und also hält auch viel mehr aus. Kann mir allerdings ein Item spawnen, wenn sie stirbt, genau. So, das Feuer hier ist rot. Wir hatten vorher gelbes. Das rote Feuer kann schießen. Fragt mich nicht warum. Um Gottes Willen, fragt mich nicht warum. Aber es kann schießen. Oh, oh, knapp. Okay. War ja ganz cool. Wir haben jetzt wieder einen Schlüssel bekommen. Und den brauchen wir auch. Da oben ist der Itemraum. Allerdings will ich gerne noch an das Geldstück, denn das sind 5 Cent. Ein Nickel. Und was ist hier drin? Oh, 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 3 Cent. Und die dritte Art von Herzen, die es gibt, das ist ein... Jetzt habe ich es verdeckt. Na, ah, ihr habt es gesehen, es war weiß, es... Ah, komm, geh. Jetzt ist es komplett weg. Genial. Das ist ein Eternal Heart. Also, was heißt Eternal? Eternal auf Deutsch übersetzt. Hm. Guckt mal nach. Vielleicht schreibt es ja jemand im Chat, vielleicht. Heiliges Herz oder sowas in der Richtung. Und das nehme ich auf. Und jetzt seht ihr, jetzt habe ich 3 Arten von Herzen rechts oben bei Leben. Und das eine ist weiß und ist nur die Hälfte. Wenn ich es schaffe, das Herz nicht zu verlieren, also entweder nicht getroffen zu werden, oder eben, wenn ich die Seelenherzen, die werden zuerst genommen, verliere, dann kann ich eben nur einen Hit aushalten, dann ist es weg. Wenn ich es schaffe, es nicht zu verlieren und das den Keller 2 zu beenden, also Boss besiege, weiter nach unten gehe, dann kriege ich einen ganzen Herzcontainer. Ist also richtig wertvoll. So, dann schauen wir mal, was ist das für ein Item? Irgendwas mit Fliegen. Forever Alone! Wir haben die Forever Alone Attack Fly. Die umschwirrt uns jetzt nach Möglichkeit und greift Gegner an. Also beziehungsweise, wenn Gegner sie berühren, dann kriegen die Schaden. Ist nicht das beste Item, aber ist auch nicht schlecht.
Okay, die Gegner hier, das merkt man schon, die Fleischklumpen. Erinnert mich ein bisschen an Meat Boy. Die können nur in gerader Linie angreifen. Okay. Und wieder ein Herz, was ich nicht aufnehmen kann. Hier auf den Spinnweben bewege ich mich ziemlich langsam. So, noch gucken, ob irgendwas drin ist. Nö, ist nichts drin, also kann es weitergehen. Und ich finde ziemlich viel Geld hier beim ersten Mal durchgehen. Im Übrigen, je öfter man das Spiel durchspielt, desto höher wird der Schwierigkeitsgrad. Wir sind also gerade im Easy-Easy-Easy-Easy-Mode. Deswegen geht's so einfach. Okay. Ah, Isaacs mit Blut und erlaufenden Augen, die mich angreifen wollen. Ich frage mich immer, sind das Isaacs Brüder? War seine Mutter ein Brutkasten? Sie war ja ziemlich fett, also... Vielleicht nach der 90. Schwangerschaft dick geworden oder so. Dieser Raum ist mir ziemlich suspekt. Ich kann mich da in der Mitte selbst verletzen mit den Stacheln und habe dann eine geringe Chance auf ein Item bzw. auf eine Kiste mit Gegenständen drin. Das mache ich aber nicht. Denn warum sollte ich das tun? Ach, das hat... Ja, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Die mit der Bombe im Kopf explodieren tatsächlich. Und die hier explodieren im Kopf. Der explodiert alles. Nette Sache. Die Explosion hat den Super-Secret-Raum dieses Levels freigelegt. Okay. Zweimal Eternal Heart. Das ist ziemlich glücklich. Das bedeutet nämlich, dass ich das... halbe Herz nicht bis nach unten bringen muss, denn wenn ich zwei Eternal Hearts, also zwei Hälften finde, dann kriege ich einen Herzcontainer. Genial. So, sehr schön, sehr schön. Gut, wir haben schon wieder fast alles erforscht. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, gehe ich in den Shop. Und ja, das tue ich, denn ich habe 18 Cent und das ist in diesem Spiel ein ziemlicher Batzen Geld. Okay. Ja, Leben brauche ich nicht. Eine Bombe für 5 Cent könnte ich mir leisten, brauche ich aber nicht. Was ich nehme ist das hier. Steam Sale. Jetzt kriege ich 50% Preisreduzierung in den Shops. Und... ach, scheiß drauf. Her mit der Bombe. Denn ich will mal gucken, ob ich vielleicht noch den Geheimraum finde auf diesem Level. Okay. So, also der muss mindestens von 3 Räumen umgeben sein. Das trifft auf 2 Felder zu auf der Karte. Das hier und auch ein anderes, aber egal. Zack, zack, zack. Yay. Ich hab ein bisschen Geld dazu gekriegt. Okay. Da unten ist noch ein Raum, aber ihr seht, da sind Stacheln dran. Also wenn ich reingehe oder wenn ich rausgehe, kriege ich Schaden. Allerdings sind da drin Truhen und da kann auch was Gutes drin sein, aber... ist gerade nicht notwendig. Also auf zum nächsten Boss. Gordy Junior. Das ist schon mal ein etwas schwieriger. Ein Gordy charged. Er charged einen an, da sollte man nicht drauf aufpassen. Nein, lass das nicht. Ja, okay, das erste Mal Schaden gefressen. Oh. Die Fliege versuche ich mal zu ignorieren, die kann ich immer noch angreifen. Wenn er draufgegangen ist und dreimal getroffen wurde. Oh, oh. Sind eigentlich noch Leute da? Das schreibt keiner im Chat. Schreibt mal was. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu dem Spiel habt, schreibt ruhig. Ja! Okay. Und wir haben das erste Achievement bekommen. Keine Ahnung warum. Okay, irgendjemand ist noch da, das ist schön. So, was ist das? Ja, das ist Unterwäsche. Moms Unterwäsche. Erhöht meine Reichweite. Frag nicht wieso. Meine Angriffsreichweite. Ist jetzt schon ziemlich, ja, weit. Okay, und was ist da, das da oben, was sich geöffnet hat? Das ist der Teufelsraum. Der hat eine bestimmte Chance zu spawnen, je nachdem wie viel Schaden man kriegt. Je weniger, desto höher ist die Chance. Und hier kann man gegen Herzcontainer Items kaufen.
Das links ist ein ziemlich cooles und das rechte ist eigentlich auch ziemlich cool. Allerdings kosten mich beide 2 Herzcontainer und ich habe gerade 5. Könnte man sich überlegen. Was meint ihr? Die Leute, die das schon gespielt haben. Soll ich mir Brimstone kaufen oder soll ich mir... Ach, wie heißt das rechts? Träne der irgendwas? Also Geisterform kaufen? Ist eine Überlegung wert eigentlich. Brimstone. Okay. Also beides kaufe ich mir nicht, dann habe ich nur noch ein Herz und das wäre mies. Okay, wir sind in Brimstone. Wir verwandeln uns in ein Dämon. Ja, die Range geht runter, aber ich kann fliegen in der Geisterform. Das ist ganz cool. Okay, jetzt haben wir keinen normalen Angriff mehr. Brimstone war früher mal extremst geil und absolut overpowered und damit wurde das Spiel zu einfach, deswegen haben sie es abgeschwächt, ziemlich stark. Wir können aufladen, ja, wir machen dicke Backen und unser Kopf ist rot, denn, keine Ahnung, wir müssen einen fahren lassen oder so. Nein, zack, das ist jetzt unser Angriff. Laser, Laserbeam. Geht durch so ziemlich alles durch und macht auch relativ viel Schaden, allerdings muss ich ihn aufladen, das sieht man ja. Okay. Ja, und Isaac hat so tolle Hörner bekommen. Also wir sehen die Items, die wir aufgenommen haben. Brimstone macht mich zum Dämon. Die Zahnstocher, ja, lassen meine Augen so schön funkeln. Und Steam Sale, ich habe ein Preisschild, 50% reduziert. Okay. Und man sieht, wo der Boss sitzt. Nicht mehr lange, nicht mehr weit. Okay. Dann geht's mal los. Ja, es ist immer noch relativ stark. Es war früher mal noch stärker. Man konnte nämlich, während man geschossen hat, weiter aufladen. Das geht jetzt nicht mehr. Also wenn ich sofort wieder versuche aufzuladen, dann bricht der sofort ab. So, die kleinen Mahnen hier können, ja, schießen, aber sind nicht so schlau. Ah, ich bin hier die ganze Zeit am Erklären. Ja, am Anfang muss man relativ viel erklären. Ich werde dieses Video auf jeden Fall auf YouTube hochladen, für die Leute, die es jetzt auf YouTube gucken. Ja, dem brauche ich das nicht erzählen, aber... Ja. Also, Erklärungen sind wichtig. Machen wir weiter. Hier rechts unten ist ein etwas dunklerer Stein mit einem Kreuz drauf. Das heißt Geheimnis. Das heißt, den jagen wir in die Luft und bekommen einerseits eine Bombe wieder, das ist cool, und ein Soul Heart. Das sollte man immer machen, wenn man die Möglichkeit hat. Man kriegt fast... Also es gibt, glaube ich, nur eine Kombination, wo man weniger zurückkriegt, als man reinsteckt. Man braucht ja nur eine Bombe. Mehr nicht. Schlüssel habe ich nicht, also gehen wir nicht runter. Oh. Das sind schon miesere Gegner. Ich habe nicht unbedingt die höchste Laufgeschwindigkeit. Die weißen Köpfe spucken und die anderen, die chargen mich an und ja, die schießen, wenn ich sie töte. Okay. Was? Damals geht's gleich los? Echt? Im Fernsehen oder wie? Ich kann das nicht wissen, ich habe keinen Fernsehen. What the fuck? Okay, und wir haben noch was Neues. Ein Trinket. Das sieht man links oben. Das ist, gibt mir einen passiven Bonus. Safety Cap ist also die, der Flaschenverschluss einer Pillendose. Und ich habe jetzt eine höhere Chance auf Pillen. Dass ich die finde irgendwo. Ach, meine Pille, Güte. Die Gegner sind fies. Das ist genau wie die kleinen Fleischklumpen von vorhin, aber die schießen diagonal. Sind von derselben Art von Gegner. Also ich nenne die jetzt auch mal Fleischklumpen, obwohl die eher wie Tumorklumpen aussehen, so schwarz wie die sind. Raucherlungenklumpen. Und es gibt eine Kombination aus beiden und die kann dann, ja, diagonal und in direkter Linie schießen. Okay. Maden ohne Augen. Die können eigentlich nichts außer rumrennen, aber wenn ich sie berühre, machen sie mir Schaden, also kann auch mies sein. Es gibt in diesem Spiel auch Raumkombinationen, wo man es nicht schafft, jeglichen Schaden zu vermeiden oder nicht schaffen kann, außer man hat die richtigen Items. Aber die meisten Räume kann man auch so durchstehen. Fliegen, die explodieren.
Auch hiervon gibt es wieder eine andere Variante. Die hier schießen einfach nur. Kann auch mies sein in engen Räumen. Yay, da war ein Champion dabei, das heißt, ich krieg ein extra Item. Und wir sind wieder beim Itemraum. Okay, was ist das? Das ist ein ziemlich verkümmerter Pilz. Ja. Sollen wir hier einfach irgendwelche Pilze futtern, die wir im Keller finden? Ja, offensichtlich schon. Odd Mushroom. Erhöht meine Feuergeschwindigkeit und meine Laufgeschwindigkeit, so wie man sieht. Außerdem werde ich kleiner. Und Feuergeschwindigkeit heißt, ich brauche nicht mehr so lange beim Aufladen. Jegliche Items, die Reichweite erhöhen, sind natürlich jetzt obsolet, also kann ich nicht gebrauchen, denn ich habe mit Brimstone immer maximal Reichweite. Okay. Redet man sich ja den Hund fusselig hier bei dem Spiel. So, einen Raum gibt's noch. Oder, beziehungsweise dahinter kann ja noch was liegen. So, das ist auch noch ein neuer Raum. Das ist der Challenge-Raum. Hier kann ich nur unter bestimmten Bedingungen reingehen. Ich glaube, es war volles Leben und mindestens 3 Herzen, irgendwie sowas. Und hier drin finden sich zum Beispiel Kisten. Wenn ich die öffne, dann, ja, dann spawnen Gegner in diesem Raum. Ich muss 3 Wellen besiegen und dann kann ich erst wieder raus. Also es ist quasi ein Tausch. Aber da ich eh keine Schlüssel habe, habe ich auch keine Chance, das auszuprobieren. So, jetzt gibt es natürlich 3 Möglichkeiten, wo ich einen Geheimraum vermuten würde. Ich gucke mal, ob meine... Ja, mein Pfeil wird angezeigt. Okay, also hier, dann sind mindestens 3 Räume drumherum, hier und hier auch. Hier könnte ich gucken. Denn wenn ich in diesen Raum reingehe und es gibt hier einen Übergang, dann ist hier der Geheimraum. Und ja, das hier wäre ein bisschen Zufall. Da ich nur eine Bombe habe, opfere ich mein Seelenherz, um mal zu gucken. Und es ist nicht der Fall. Also unter mir ist kein Geheimraum. So, gucken wir mal, was hier drin ist. Gegner. Okay. Für nichts geopfert. Außer für Gewissheit, dass der Geheimraum da ist. Also... Der Delay ist höher, das kann sein, ich benutze ein komplett anderes Programm. Ihr werdet sicherlich bemerkt haben, dass die Qualität ungemein viel besser ist. Und ich könnte jetzt auch LOL so spielen, dass man noch was erkennt. Ich habe mir das ja angeguckt und ach du mein Gott, war das grausam. Okay. Das hier ist ein ja, einarmiger Bandit. Man steckt Geld rein und man hat die Chance, irgendwas zu gewinnen. Zum Beispiel mehr Geld. Oder ein halbes Herz, was man nicht benutzen kann. Okay, das reicht mir jetzt. Die Dinger kann man auch hochjagen, wenn man zu viele Bomben hat. Und dann könnte auch nochmal was spawnen, aber... Ich habe nicht zu viele Bomben. Tja, an Delay kann ich jetzt erstmal nichts ändern. Vielleicht, wenn ich mich mit dem Programm besser auseinandergesetzt habe. Schauen wir mal. Und wir haben die große Version von Gertie. Ja, Gertie... hat ein kleines Problem, denn seine Innereien sind außerhalb seines Körpers. Das kann man garantiert als Problem auffassen. Shit. Ja. Er spawnt ganz gerne mal irgendwelche ekligen Sachen. Aber die Fähigkeit der Forever Alone Fliege ist hier ziemlich cool. Denn das macht ganz gut Schaden. Okay, ausgewichen. Okay, eine andere Art von Fliege haben wir noch nicht gesehen. Die schießt 2, ja, Bubbles, 2 Blasen, große Teile. Einfach nur die, sagen wir mal, höhere Version davon. Ach, hör auf, so viel zu spawnen. Na, dammit. Bleib.
Komm schon einmal noch, oder? Yes, sir. Okay. Der Stream ist ausgegangen? Ist das bei euch anderen auch so? Wie gesagt, ich probiere gerade ein neues Programm aus. Das sollte eigentlich qualitätsmäßig sehr gut sein, aber dass es ausgeht, das wäre natürlich nicht so schön. Okay, so, neues Item. Pentagramm erhöht meinen Schaden und gibt mir ein zweites Paar Hörner. Das ist auch eine lustige Kombination. Okay. Ja, dann tut's mir leid, dann liegt es vielleicht an deinem PC oder Twitch oder ähnliches. Es könnte auch sein, dass die Internetverbindung, deine Internetverbindung zu langsam ist. Ich habe zurzeit den maximalen Upload auf 3 Mbit gestellt. Also bräuchtest du mindestens 3 Mbit Downstream, um das hier komplett sehen zu können. Ich hoffe, das ist nicht der Fall. Ach du Scheiße, ist der Raum voll. Hier musste ich mal meine Todeskarte einsetzen. Das geht nicht. Okay. Ah, verdammt. Okay, ich wurde von den Spitzen getroffen oder bin drüber gelaufen. So, ein anderes Trinket. A Missing Page. Keine Ahnung mehr, was das bringt, aber ich weiß, dass Safety Cap ganz cool ist, also behalte ich das einfach. Okay. Vernichten wir sie von dieser Seite aus. Die Maden greifen meistens in die Richtung, in die sie gerade hinlaufen, also. Das ist eine ganz gute Kombination, eine gute Möglichkeit. Ah, verdammt. Das ist ein Teil von einem Boss, deswegen war gerade eben ein Boss, eine Bossanzeige oben. Okay. Später, wenn man dann wirklich ganz weit geht, dann kann es auch passieren, dass man so ziemlich in jedem Raum 1 bis 2 Bosse vorfindet. Ah, das geht. Und hier haben wir 2 Champions. Die Gegner können unglaublich nervig sein, denn wenn man sie einmal umbringt, dann bleibt immer noch so ein Häufchen übrig und wenn ich jetzt mal warte, ja, dann baut sich das Ding wieder selbst zusammen, also miese Sache das. Oh, ja, Boss. Allerdings relativ angenehmer, da ich mit Brimstone auch alle Teile gleichzeitig angreifen kann. Okay, kein Problem. So. Und ein weiterer Schlüssel, aber keine Bomben. Schade. Ja, warten wir noch. Weiter angreifen. Sehr schön. Flat Penny. Auch wieder ein Trinket, also Glücksbringer. Das gibt mir eine 50%ige Chance auf einen Schlüssel, wenn ich einen Cent aufhebe. Ich habe gerade genug Schlüssel eigentlich. Oh, oh, oh. Gegner, Gegner, Gegner. Okay. So, eine Bombe für eine Bombe bringt mir nichts. Ich könnte jetzt diesen Stein springen, dann würde er hier unter mir das Feld zumachen. Ja. Und dann könnte ich mir die Bombe nehmen. Es hat keinen praktischen Nutzen. Hätte ich jetzt allerdings ein Item, was mich fliegen lassen würde, dann würde ich darüber kommen. Penny. Da komme ich so jetzt nicht ran. Na gut. Soll ich mir die Truhe holen? Ja, machen wir mal. Okay. Und da drin ist die Zecke. Ach du Schande, nee. Das ist auch ein Glücksbringer, aber also hat einen Vorteil. Bosse starten mit 15% weniger Leben. Das ist an sich ganz cool, aber hat auch einen riesen Nachteil. Ich kann das Trinket nicht mehr wechseln. Die Zecke bleibt dann an mir kleben und ich muss dann damit leben, dass das Ding nicht mehr weggeht. Deswegen lassen wir das einfach mal. Oh, knappe Sache das. Ja, das ist eine etwas abgewöhntere Version von den Viechern, die wir das letzte Mal schon hatten, oder schon ein paar Mal hatten. Die sind einerseits schneller, andererseits seht ihr, dass die komischen Haufen, den sich wieder aufbauen, vor mir weggehen. Muss ich zumindest versuchen. Okay. Item! Na, toll. Wer will, dass Isaac Hohage Schuhe anhat? Jeder, jeder. Und
das Item bringt mir eigentlich gar nichts, denn was bringen mir hochhackige Schuhe? Die erhöhen meine Reichweite. Und da ich im Dämonenform bin, werden die gerade nicht angezeigt. Also, naja. Und das waren natürlich die Schuhe von Mom. Von seiner Mutter. Logisch. So, drei Bomben für eine Bombe gerne. Gute Sache. Tja. Nehme ich das? Nehme ich das? Okay. Wenigstens ein paar Items drin. So, jetzt drei Wellen von Gegnern. Magen, die chargen. Aufessen wollen. Oh, dann die leichtere Version von denen. Es gibt immer, je nachdem, in welchem Gebiet man sich befindet, also jetzt Caves oder Basement oder was auch immer, andere Gegner. Ja, hier ist mal durchlaufen. Und diese ganzen Level sind natürlich total zufallsgeneriert, also es ist nichts, was man jedes Mal so hat. Die Items sind zufällig, die Gegner, was in den Räumen ist, wie die Räume aussehen, wie die Räume aneinander liegen, es ist alles komplett zufällig. Ich habe einen goldenen Schlüssel aufgesammelt. Das heißt, ich habe für diese Ebene gratis Schlüssel. Also wenn ich jetzt 20.000 Türen aufmachen würde, dann würde ich das machen. Ach du Scheiße, einer der sieben Todsünden erwartet uns. Greed erwartet uns natürlich im Shop. Und, ach shit, jedes Mal, wenn er uns trifft, verlieren wir Geld. Das sind eigentlich meiner Meinung nach einer der schlimmsten Todsünden in diesem Spiel. Aber, oh, er hat ziemlich viel wieder zurückgegeben. Ja, warum nicht? Ich glaube, ich habe Plus gemacht. Hey, ich habe drei Bomben. Dann gucken wir mal, ob wir vielleicht den Geheimraum finden können. Na, nein, das wollte ich nicht haben. Vielleicht hier? Yes, sir. Oh, toll. Schade. Einarmiger Bandit. Okay. Ich gehe mal runter bis auf 7 Cent, denn das kostet mich zurzeit ein großes Item im Shop. Mal gucken, ob wir hier was Tolles finden können. Pretty Fly! Das ist eine sehr schöne Sache. Eine Fliege, die um mich drum rumfliegt und Projektile abhält. Und ich habe eine neue Pille gefunden. Mal gucken. Toll. Die Pille, die mir Schaden macht. Super. So, egal. Jagen wir das Ding in die Luft. Oh, und ich krieg die Bombe wieder. Sehr schön. Würde ich sagen, auf zum Boss der Höhlen. Die Bosse sind natürlich auch zufällig. Aus einem bestimmten Pool. Klar. Es gibt keine unendlich vielen Bosse. Okay. Okay, das ist schon ziemlich hardcore. Isaac vs. The Fallen, aka der Teufel. Beziehungsweise der Teufel in klein. Es gibt noch eine schlimmere Version davon. Ehrlich gesagt gibt es noch drei schlimmere Versionen davon. Der greift mich an, indem er uncharged und dann diese tollen Laser in alle Richtungen macht. Und ja, jetzt haben wir mit zwei. Es gibt nur einen einzigen Vorteil an dem Teufel, nämlich ich kriege am Ende ein Item aus einem Teufels- oder Engelsraum. Und die sind meistens besser als die normalen. Oh, oh, oh. Komm schon. Jetzt noch nicht mehr viel aus. Yes. Okay, und ich habe wieder irgendwas freigeschaltet, Spielanka. Na, gar nicht so schlecht. Das da unten ist ein Begleiter. Ein Familiar, sozusagen. Und zwar Brother Bobby. Und Brother Bobby schießt. Ja, was anderes macht er nicht. Der folgt mir und er schießt. Und jetzt sind wir in The Depths, also zu Deutsch, den Tiefen. Oh, Necropolis. Das bedeutet, wir sind zwar immer noch in The Depths, aber das Ganze ist größer als gedacht. Ach, Schande. Fette Spinnen.
Nein, die splitten sich und werden zu mehr Spinnen. Ich hasse Spinnen, die sind zu schnell. Schon wieder ein Trinket. Das ist ein Huf. Ja, das ist ein Huf. Goat Huf. Lässt mich mehr Schaden machen, glaube ich. Aber eventuell nur gegen den Teufel. Ich weiß es nicht. Ein paar Sachen müsste man nachlesen. Das sind ekelhafte Viecher. Ja, ja, die schießen mit sich selber. Und die machen einen ganzen Schadenspunkt. Okay. Oh nein. Das war eine Trollbombe. Die explodieren von selber. Es gibt noch eine schlimmere Version davon. Ja, wenigstens haben die nur eine bestimmte Reichweite. Und ich habe unendlich. Okay, sehr schön. Goldene Truhe. Die müssen aufgeschlossen werden. Gucken wir mal. Außerdem war da noch so ein Stein. Oh, zwei Stück. Hm. Ja, für mich. Hm. Nicht viel drin und Trinket drin. Mams Perle. Hm. Wir finden hier so viele Trinkets. Ich bin eigentlich mit der Safety Cap zufrieden. Oh. Die schrubben mit. War explosiver. Okay, ich kann nicht in den Shop rein, das ist schade. Ich hoffe, ich finde hier noch einen Schlüssel. Maske und Herz. Ja, die sind fies. Richtig fiese Gegner. Denn ich kann nur die Herzen verletzen. Wenn es ein Herz stirbt, dann stirbt die dazugehörige Maske. Die Masken sind unverwundbar. Okay. Und wieder mal Fistula. Und ihr merkt, das ist schwierig, das Ganze als Let's Play zu betrachten, denn das Spiel hat zwar Story, aber erstens, man spielt das Spiel ganz oft durch und das ist alles total zufällig. Ach du Scheiße. Und ja, ist halt ein bisschen besonders. Okay, Friends Till the End ist eine sehr schöne Sache. Das sind die Fliegen, die wir schon mal hatten. Ich habe keinen Schlüssel. Ach, egal. Ja, das da in der Mitte sind Spinnennester. Spawn-Spinnen. Die sollte man also möglichst zuerst ausschalten, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Boah, über Spinnweben. Okay. Hm. Eine neue Kapsel. Oder Pille. Die Schadenspille hatten wir ja schon. Das Schlimmste, was jetzt passieren kann, ist, dass mir ein Herzcontainer weggenommen wird. Nein, eine zweite Fliege. Okay, gut. Das machen wir mal anders. Komm, geht mal in die Richtung. Gut. Ich brauche einen Schlüssel. Schalüse. Nochmal das. Das ist interessanterweise die Hälfte von dem Boss. Ja, die obere Hälfte. Und der hat sich selbst umgebracht. Nein, nicht schlecht. Und nochmal, was zur Hölle? Dreimal? Ah, die weißen Fliegen sind unbesiegbar. Wow, der macht ganz schön viel Schaden. Yay! First Death. Schade. Relativ nah eigentlich am Ende. Und was heißt das? Replay! Willkommen zu The Binding of Isaac. Wir starten von neuem. Das ist übrigens normal. Dass ich jetzt beim ersten Mal gleich draufgegangen bin, ist nicht unbedingt, aber dass mein Isaac öfter mal stirbt, weil schlechte Kombination von Gegnern oder sowas, ist normal. So, mal gucken, was wir diesmal für Items finden.
Und es gibt übrigens noch spielveränderndere Items als Brimstone, also als dieser Laser. Na. Warum Spinnen? Yay, hallo Smaragd SL. Willkommen. Komm schon, killt die Spinne. Und dass hier alles so ein bisschen das Gesicht von Isaac hat, ist ganz schön heftig, finde ich. So, was ist das? Ein Bluttropfen. Schauen wir es uns mal an. Bloody Lust. Rage. Hallo, The Legionen. Oder Legionen, oder... was auch immer du bevorzugst, genannt zu werden. Jetzt habe ich so ein cooles Bandana, also ein Stirnband. Und das erhöht jedes Mal, wenn ich einen Gegner töte, meinen Angriffsschaden um ein ganz kleines wenig, bis es irgendwann auf Maximum ist. Ich überlege gerade, wir haben noch ein Herz, ein halbes, was wir zurückgelassen haben, und ich könnte mal gucken, was hier drin ist. Okay. Bomben, toll. Treubomben und große Treubombe. Die geht, ja, die folgt mir. Die ist mies. Mams Unterhosen haben mir Reichweite gebracht. Aber da ich die, hier Brimstone hatte, hatte ich eh unendliche Reichweite. Na toll, das ist die andere Art des einarmigen Banditen. Die Wahrsagekugel. Hier kann man alles Mögliche, Seelenherzen, Trinkets, alles so in der Richtung finden. Also im Endeffekt haben mir sowohl die Stöckelschuhe letzte Mal als auch die Unterhosen gar nichts gebracht. Und ab dem Punkt, als ich Brimstone aufgenommen hatte. Weil das ja die Reichweite maximiert. Und schon wieder Duke of Flies als ersten Gegner. Und ich habe hier eigentlich ein richtig geiles Item dafür, denn jedes Mal, wenn ich eine von diesen Fliegen töte, werde ich immer roter, bis ich irgendwann genau rote Schüsse habe, die eine Menge Schaden machen. Die wirklich viel, viel Schaden machen. Vor allem für diesen Status, also den Anfangsstatus. Und das macht den Gegner easy wie nichts Zweites. Ja, der Schaden von Bloody Lust hält nur für einen Raum. Aber jedes Mal kann ich mich wieder aufladen quasi. Das ist mies gegen Bosse, die keine... ich sag mal, zerstörbaren Teile haben. So ein Gegner, der jetzt hier Fliegen spawnt, ist total einfach. Aber es gibt auch noch andere... nee, nicht nach 2 Milliarden Gegnern. Ich kann jetzt mal gucken, mal auf Escape. Sieht man ja, wie viel Angriffsschaden... also, ich habe die Schuhe, habe also erhöhte Reichweite und mein Schaden ist hier auf Maximum. Nach wie viele Gegnern waren das? 5 oder 6 Gegnern war das. Ja, es dauert nicht so sehr. Okay, aber jedes Mal, wenn ich einen Raum verlasse, geht es wieder auf 0 zurück. Wäre auch zu heftig. Maximalschaden. Einfach so. Okay, dass immer so kleine Videos abgespielt werden, ist lustig. Der maximale Schaden ist 250? Interessant. Ich weiß zwar nicht, wie das gerade berechnet wird, aber... wenn man die Hälfte... also, Maximalschaden reicht eigentlich aus, um 2 Fliegen mit einmal quasi zu töten. Naja. Und hier auch wieder zerstörbare Teile. Und Hundehaufen. Im Hundehaufen kann teilweise ziemlich viel drin sein. Also so ziemlich jedes aufsammelbare Item. Ja, komm schon, stirb! Das war aber ein TNT-Fass. Das sollte man nicht gegenweilen. Eine sehr gute Lektion. Niemals gegen TNT-Fässer gegenweihen. Sie könnten explodieren. So, den ersten Durchlauf des Spiels hatten wir ja schon, also werde ich jetzt ein bisschen weniger. Ach, Scheiße. Secret Raum. Sehr schön. Wow, das war knapp. Okay. Im Übrigen, egal ob ich die Gegner töte oder ob die Gegner sich selbst töten, ich krieg den Angriffsschaden-Bonus. Ja, das ist der Herzraum, der Blutraum, was auch immer. Ja, ich brauche ihn nicht.
Und es geht wieder zu. Also wenn ich nochmal rein möchte, dann müsste ich eine Bombe verwenden. Ja, top Quali. Hallo Plumpf. Okay, ich habe leider keinen Schlüssel. Das ist ein bisschen doof. Ich will natürlich gerne mein Item. Es gibt auch Durchläufe in diesem Spiel, wo man so viele Items überspringen muss, weil man einfach keinen Schlüssel findet. Das ist dann natürlich sehr frustrierend. Okay, muss ich es richtig anstellen, dass die Leute, dass sie mich nicht einkesseln. Passiert ab und zu. Und wieder nur ein Herz. Eine Bombe habe ich, aber ich habe keinen Schlüssel. Tja, was machen wir da? Was machen wir da? Zuerst mal gucke ich in dem Raum, wo ich mir Schaden zufügen muss. Oh, nett. The Pact. Erhöht meinen Schaden, macht mich mal wieder schwarz und gibt mir zwei Seelenherzen. Das ist ziemlich genial. Okay. Geheimraum, Geheimraum, Geheimraum. Möglichst mit Schlüssel. Verdammt. Wahrscheinlich ist er über mir. Na gut. Also müssen wir diesen Gegenstandsraum überspringen. Schade. Isaac vs. Pin. Wieder mal ein neuer Boss. Ein Wurm. Ein Wurm, der sich durch die Gegend dreht. Bisschen aus Zelda in Link to the Past geklaut, finde ich. Da gibt es genau den gleichen Boss. Mehr oder weniger. Und er spuckt. Also, wenn man es so macht wie ich, sich auch nach unten begeben und dann immer nach oben schießen und dann in die jeweilige Richtung, kann man eigentlich diesen Boss meistens ohne Schaden besiegen. Also ohne selbst Schaden genommen zu haben. Okay. Okay. Das stimmt zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt. Ich habe vor 10 Minuten ein Turnvirus entdeckt. Ja, das tut mir leid. Virenscanner drauf und dann. Ja, weißt ja nicht, wie gut du im Programmieren bist. Also, oder nicht programmieren, aber wie gut du daran bist, sowas wieder zu beseitigen. Aber viel Glück, auf jeden Fall. So, das eben war ein Paket, da war jetzt quasi von allem irgendwas drin. Ein Schlüssel. Oh, cool, ich kann zurück in den Itemraum. Eine Bombe, ein Centstück oder irgendwas in Richtung Geld. Eine Karte, Two of Diamonds. Ein Trinket, das ist in dem Fall die Zecke, die nehme ich nicht. Hallo, how, wie die? Und eine Pille, die ich jetzt nehme und mal gucken, was es bringt. Bombs Arki. Ja, super. Also wurden jetzt die Bomben und die Schlüssel vertauscht, von der Anzahl her. Das heißt, ich habe jetzt, oh nein, eine Bombe und einen Schlüssel. Nicht so wie vorher, eine Bombe und einen Schlüssel. Okay. Ey, nicht schlecht. Ich habe hier einen ziemlich guten Run, muss ich sagen. Okay. Lard. Was ist Lard? Für die Leute, die kein Englisch kennen. Lard ist Schmalz. Schmalz. Gutes, altes Schmalz. Bucket of Lard. Wir essen den ganzen Container leer und kriegen dafür zwei Herzcontainer und ein halbes Herz. Und hier ist ja noch was. Also stehen wir ziemlich gut da, lebensmäßig. Ja, die Quali habe ich jetzt ziemlich hochgeschraubt, also könnte theoretisch auch neu spielen. So, die Karte habe ich noch nicht erklärt. Two of Diamonds. Two of Diamonds ist dazu da, die verdoppelt mein Geld, das was ich habe. Deswegen aktiviere ich die noch nicht, weil ich aktiviere die, bevor ich das nächste Mal Geld ausgebe, weil vielleicht finde ich ja noch Geld. Also wenn ich das jetzt aktivieren würde, hätte ich dann 18 Cent anstatt 9. So, jetzt wieder Konzentration. Ach du Scheiße. Ich sollte versuchen, nicht die ganze Zeit den Chat nebenbei zu lesen. Immer nur, wenn ich gerade den Raum geklärt habe. Ja, das tut mir leid, Smart. Schafft dein Virenscanner das nicht? Das Antivir, Kaspersky, müssen das eigentlich hinkriegen. Manchmal hilft er auch Neustart. Ach ja, solche Viren kenne ich. Ich hatte mal einen Bundestrojaner oder sowas. Ach, das ist ein Scheiß. Nicht Bundestrojaner, sondern Polizei, Virus, irgendwas.
musste ich auch manuell entfernen. Aber keine Angst, also wenn du das jetzt hier verpasst, ich werde das auf YouTube hochstellen und dann kannst du es dir immer noch danach angucken. Okay, gehen wir in den Challenge-Raum. Ich habe eh keinen Schlüssel, also brauchen wir da gar nicht drüber nachdenken. Dann schauen wir mal, dass wir ein paar Schlüssel besorgen. Das freut mich, danke Smaragd SL. Okay. So, sehr schön. Eine Bombe für 1 Cent. Ne. Schlechter Tausch. Schlechter Tausch. Ja, Anonymous Alice, man kann dich lesen. Im Übrigen, wie findet er, dass ich den Chat mit in den Stream integriert habe? Denn ich vermisse das meistens bei irgendwelchen anderen Leuten, denn ich gucke natürlich gerne Vollbild, wie so ziemlich jeder wahrscheinlich. Und dann antwortet der Streamer auf irgendeine Frage aus dem Chat und ich denke mir, toll, machst du jetzt zu, machst du nicht zu? Ist das wichtig? Was zur Hölle? Wieso sagt er jetzt, ich kratze mich dreimal am Tag am Hintern? Nein. Flump findet es gut. Das ist schön. Außerdem, wenn man bei YouTube ist und dann die ganze Zeit jemanden mit Leuten labern hört und man weiß nicht, was die sagen, das ist eh doof. Ja, okay. So. Na, toll. Das ist ein Item, das kann mit einem bestimmten Charakter extrem gut sein, aber mit meinem ist es leider nicht gut. Schade. Sculptula, you have been blessed. Wir haben jetzt so eine tolle Aura, aber viel, viel mehr passiert nicht. Wenn ich jetzt auf ein halbes Herz zurückfalle, dann wird mir für diesen Raum nochmal ein Seelenherz geschenkt. Also ich kann ein Herz mehr aushalten. Das wirkt jedes Mal in jedem Raum wieder neu. Aber ich muss mich jedes Mal eben auf ein halbes Herz runterbringen lassen. Wenn ich von einem Herz auf null runtergehe, passt das. Das ist manchmal ganz schön blöd. So. Wir bräuchten irgendwie noch einen Schlüssel mindestens. Ich würde gerne im Shop vorbeischauen. Wir haben ja noch Bomben. Ich gucke mal, ob ich vielleicht hier den Keimbaum finde. Ja. Oh, oh, oh. Gar nicht so schlecht, gar nicht so schlecht. Wir finden, was kann das sein? Ein grüner Pilz, überlegen wir mal. In welchem Spiel gibt es grüne Pilze? Was machen die? One-Up! Wenn ich sterbe, dann komme ich wieder. Und jetzt machen wir mal einen kleinen Trick. Und zwar, ich opfer eine Bombe und gehe von der Seite in den Shop rein. Denn wer braucht schon Schlüssel? Haha. Okay, die Karte ist ein ziemlich gutes Item, deswegen benutze ich meine Two of Diamonds. Hab jetzt 24 Cent, kann mir das Ding leisten und schnapp mir noch einen Schlüssel und das war doch recht erfolgreich. Und ich komme da nicht rüber. Oh, verdammt. Naja. Gucken wir mal. So, wir haben jetzt Fistula. Den Boss, den wir in Kleinen öfter gesehen haben. Ein riesiger Klumpen, der irgendwie zusammengenäht wurde aus Fleisch und ekelhaft und ja. Der sich immer weiter aufspaltet und mit Magen gefüllt ist, natürlich. Isaac ist immer ein bisschen eklig. Das gehört einfach dazu. Aber unglaublich toll ist hier mein Bandana, was mir jedes Mal Stärke dazu gibt, wenn ich hier so ein Teil zerstöre. Also machen wir einfach extrem viel Schaden schon. Sehr gut. Easy peasy. Pikmin? Nein. Der Pilz ist natürlich aus Mario. Oder meinst du das gerade im Scherz? Okay, haben wir hier irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Und immer in diesen Zwischensequenzen ist man mit den Ängsten von Isaac, wird man da ins Vertrauen gezogen. Und wir haben die Karte jetzt. Das heißt, wir sehen sowohl den normalen Geheimraum als auch alle anderen Räume bis auf den speziellen Geheimraum.
Den muss man noch selber finden. Ach, du meine Güte. Ausgleichen. Extrem Ausgleichmodus an. Das Fehler links ist wieder ein Champion. Das sieht man in einer anderen Farbe. Und es gibt mehr Exit. Nein, das hätte auch mehr sein können. Im Übrigen ist es nicht unbedingt immer gut, alle Räume zu besuchen. Wenn man also den Itemraum hat und eigentlich so recht zufrieden ist, dann spart man sich Ärger, wenn man das Ganze dann einfach sein lässt und zum Boss geht. Hätte ich vielleicht beim letzten Mal auch machen können, wäre das. Und noch ein Schlüssel. Ach, die Viecher. Auch die rennen mich gegen mich an, aber die spucken Bomben und das ist ziemlich mies. Allerdings kann man die auch dazu nutzen, hier zum Beispiel, spreng mal auf, ich behalte mal einen. Ah, mies, muss ich wieder rumlaufen. Komm. Spuck hier hin. Okay, da ist kein Geheimraum hinter. Das haben wir jetzt so überprüft. Mein Stream laggt? Echt? Also Twitch war wann überlastet? Ich glaube vor 2 Tagen mal extremst. Tja. Es tut mir leid, wenn es Probleme gibt. Ich hoffe einfach mal, dass es an Twitch liegt und jetzt nicht an meiner Aufnahme. Eventuell muss ich dann das Programm wieder wechseln, das wäre schade. Aber es ist gerade 20 Uhr und da ist Twitch wahrscheinlich überlastet, also gehe ich mal von aus. So, die Fliegen hier beschützen immer ihren Haufen. Die sind ganz böse, wenn man den kaputt macht. Und schon wieder ein Pilz. Die Pilze sind übrigens fast alle ziemlich gute Items, also hier kann man sich drüber freuen. Mini-Mushroom, Speed und Range. Also, meine Laufgeschwindigkeit und meine Angriffsreichweite hat sich erhöht. Okay. Gucken wir uns den Shop mal an. Ja, warum nicht? Okay. Ich könnte mir eine Pille kaufen, aber ich weiß nicht, welche das ist, also ist vielleicht nicht so toll. Gucken wir mal, was im Heimraum drin steckt. Okay, einfach nur Geld. Vielleicht schaffe ich es ja auch 15 zusammenzukriegen, dann könnte ich mir die Batterie kaufen. Ah, ich verrate euch mal noch nicht, was das Ding bringt. Solche Räume kann ich nicht leiden, wenn ich nicht keine Bewegungsfreiheit für die Gegner habe. Deswegen. Na, eine Truhe. Eine Bombe. Komm schon. Ist ein Stück. Ja, gut. Noch bekommen. Ah, Hilfe. Okay. Ah, das hat sie ein bisschen Page gemacht. Stimmt, wenn ich Schaden kriege, dann habe ich die Chance darauf, dass die Gegner ja auch im Raum alle Schaden kriegen. Gut zu wissen. Okay. Oh. Ich bin ja mal gespannt, wie weit wir heute kommen. Also Marm werde ich auf jeden Fall noch besiegen. Der erste Boss. Und mal gucken, ich hoffe, ich kann noch den zweiten Boss einmal besiegen. Also Endboss des Spiels. Davon gibt es nämlich viele. Ich überlege gerade. 1, 2, 5 Stück, meiner Meinung nach. Die Gegner kann man einigermaßen voraussehen, weil sie einfach immer angreifen, wenn sie können. Aber die machen einfach einen Herzschaden und das ist bah, viel. Sehr viel. Sehr gut.
So, und wir haben 15 Cent zusammengesammelt. Das ist schön. Ich hole mir jetzt die Batterie. Ich weiß, die bringt mir jetzt im Moment noch nichts. Denn sie erhöht die Möglichkeit, dass mein Item, was ich auf Space habe, sich schneller wieder auflädt oder sich schneller wieder benutzen kann. Ich hoffe einfach, dass ich noch ein Item finde. Wir haben bis jetzt noch keins gefunden. Das ist nicht unbedingt schlimm, denn die passiven Sachen sind meistens besser, denn es ist mies, wenn man dauernd Items findet, die man auf Space hat, denn man kann immer nur eins tragen. Die Batterie charge die Items. Also, ich erkläre es euch, wenn ich eins habe, wenn ich einen Gegenstand auf Space habe. So, okay, Isaac versus the Hollow. Dann schauen wir doch mal. Auch wieder ein Punkt, wo ich vielleicht ganz gut mit dem Bandana Schaden mache, wenn ich mal die Hälfte zerstören könnte von den Viechern. Komm schon. Okay. Die ersten paar Teile gehen drauf. Jetzt mache ich mehr Schaden. Okay, und eins. Und das war's auch schon. Sehr schön. Stammzellen habe ich gerade bekommen. Ja, ich habe gerade Stammzellen bekommen. Das gibt einfach ein Leben dazu und ich habe jetzt ein Embryo an der Backe. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir gucken mal in den Konferenz. Und ich schalte hier alles Mögliche frei. So, zwei Sachen. Einmal die Schaufel, damit könnte ich eine komplette Etage überspringen. Also einfach ein Loch im Boden graben und reinspringen, aber ja, warum? Und Bobby. Bobby, das kleine Baby, das nehme ich mit. Der schießt jetzt auch und das erhöht im Endeffekt meinen Schadensausstoß. Twitch stirbt gerade, das ist schade. Es tut mir leid für Twitch, ich hoffe, das ändert sich noch. Sehr schön, so schnell ging zum Itemraum. Hey, ein Glas voll Schokoladenmilch. So, was ist das? Ich glaube, das wurde von Metroid inspiriert. Ich kann jetzt entweder kleine Schüsse schießen oder aufladen und große Schüsse schießen. Natürlich ist es immer cool, aufgeladene Schüsse zu verschießen. Wow, und diese kleinen Gehirne, ich interpretiere das mal. Die verseuchen den Boden, wenn ich da drauf stehe, dann kriege ich Schaden. Also vermeiden wir das einfach. Ah, ziemlich viele Fliegen. Bräuchte man echt Insektenspray manchmal. Okay, weiter geht's. Das ist jetzt aber echt einfach, wenn die ganze Zeit da oben bleiben. Na gut, ich beschwere mich nicht. Shop. Ich kann mir leider nichts kaufen. Verdammt, kein Geld. Arm wie eine Kirchenmaus. Das ist Isaac. Das Maximum ist übrigens 99 Cent. Kein Geld, was man tragen kann. Droh. Ja, warum nicht? Super, 1 Cent und schon eine explodierende Bombe. Und die haben keine Lust, sich zu bewegen? Puh, umso besser. Gut. Ah, klar, warum nicht? Solange ich noch einen Schlüssel habe, benutze ich die Teile. Ach, du meine Güte. Das sind mal Bomben. Ziemlich viele sogar. So, gibt's hier irgendwas Tolles? Nö. Oh, super. Wir dürfen gegen Greed antreten. Ihr wisst ja, was das heißt. Nicht treffen lassen, sonst verlieren wir die letzten Cent, die wir noch in der Tasche haben.
Das ist natürlich schade, dass der Chat dann ein bisschen, ja, das gar nicht funktioniert oder nur so halb funktioniert. Ich müsste im Übrigen dann wirklich an Twitch liegen, da ich selbst mit meinem Aufnahmeprogramm keine Kontrolle über den Chat habe. Naja, nicht so schlimm. Hauptsache, das Video funktioniert. Sowas ist eh viel wichtiger. Ah, Hilfe! Der hat meinen langen Hals gemacht hier. Okay, da hinten wieder Championfliege. Als ob es so schlimm wäre. Ah, ich habe nur genug Reichweite, das ist schön. Hey! Nicht schlecht. Sehr gut. Okay, ich habe 14, ich habe 15 Cent. Gute Sache. Dann statte ich dem Shop nochmal einen Besuch ab. Ich habe gar nicht drauf geachtet, was da verkauft wurde. Und probieren können wir es ja mal. Vielleicht gibt es ja was Schönes, wenn ich mir schon 15 Cent ausgegeben habe für die Batterie, die mir jetzt gar nichts bringt. Okay. Ja, ich kann mir die Leiter leisten. Bringt mir das was? Ja. Auch wieder ein Item, was aus Zelda inspiriert wurde. Ich kann über einzelne Felder drüber laufen. Kann sehr hilfreich sein. Kann einem viele Möglichkeiten in engen Räumen eröffnen. Oder eben Bomben sparen, welche hier jetzt drüber laufen kann. Oder zum Beispiel hier drüber laufen kann. Ja, 1 Cent. Einer mit. Mal gucken, ob es sich gelohnt hat. Super. Einsatz wiederbekommen. Nein. Nichts bekommen, schade. Leiter ist ganz lustig. Ist übrigens aus Zelda 2. Also wirklich Zelda 2. Das ist so sehr alt. Ups, mein toll Monstro. Hast mich wieder gekriegt. Der hat auch einen ziemlich fetten Laser. Monstro gibt es auch eine Taktik, wie man ihn besiegen kann. Ja, ohne dass man groß Gefahr läuft, getroffen zu werden. Aber das funktioniert leider nur, wenn der Raum komplett leer ist. Also keine Gegenstände im Weg sind oder ähnliches. Und oh, hör auf zu springen. Der spawnt dann die ganze Zeit fliegen. Das ist nur. Schon Laser? Ja. Immer wenn er so grinst, macht er den Laser. Ah, shit, ich habe noch zwei Leben. Komm schon. Schaffen. Schon für den Anfang ein ganz schön schwerer Boss. Zumal ich noch nicht viele gute Items freigeschaltet habe. So, was haben wir hier? The Empress. Tja. Bringt mir das irgendwas? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fehlen mir eine Menge Herzen. Also gehe ich nochmal zurück. Holen wir welche. War noch eins im Secret-Raum. Ja, das nehme ich auch noch. Warum nicht? Eine Bombe gegen ein Herz. Ich habe zwar noch den
den grünen Pilz, aber der belebt mich mit 3 Herzcontainern wieder. Außerdem muss ich den Raum dann nochmal machen, also gehen wir lieber auf Nummer sicher. Okay, und wir sind einerseits in der Nekropolis, was heißt, dass das, ihr seht's, die Karte ist riesig. Andererseits sind wir in dem Level, in dem der erste Endboss ist. Na. Kommt schon. Miese Viecher, die sind schneller als ich. Yay, Herzchen. So, mal gucken, was hier im Zielbetraum ist. Wenig Geld. So, wo gehen wir denn als erstes hin? Ich suche den Itemraum, also gehe ich erstmal nach unten. Na. Die Gegner hasse ich wirklich. Also man kann Glück haben. Man kann aber totales Pech haben. Dass dann einfach 4 Masken auf einem drauf sind und man nicht zu den Herzen rankommt. Das ist dann echt fies. Übrigens können die Herzen einen nicht sehen, wenn man auf einem dieser Felder ist, wo man normalerweise nicht sein sollte und nur mit der Leiter hinkommt. Das ist noch eine gute Taktik. Und ein Boss! Ein Boss! Ja, sowas kann schon mal vorkommen. Den kann man ganz am Anfang kriegen. Das ist einer der leichteren Bosse. Und den kann man gerne mit Bomben füttern, wenn man da sehr viele hat. Ist der. Dann explodieren die im Magen, dann machen die ziemlich viel Schaden, aber ich krieg den auch so hin, also. So. Nicht schlecht. Okay, ich suche wie gesagt den Itemraum, also da hier keine goldene Tür ist, gehen wir hier wieder weg. Das war. Wow. Na, ah, hört doch mal auf. Okay. Abkürzung zum Geheimraum. Oh, ich kann hier hin. Sehr gut. So, nochmal antäuschen und hier durch. Und dieser Hopper hier mit dem blutigen Stumpf, die sind echt fies, weil die können den Bildschirm verlassen. Und dann auf einen draufspringen, das ist ziemlich gemein. Schade, ich dachte, ich kann die noch platt machen, bevor sie mich angreift. Komm schon, spuck genug Milch. Yay, the Beggar. Der Bittsteller. Ihr seht, der hält ein Schild hoch, er will Geld haben. Und das soll er auch bekommen, denn er gibt auch ganz gerne mal was Schönes zurück. Verdammt, schon wieder Schaden gefressen. Okay, Seelenherz, ja, nicht schlecht. Ein normales, an das ich vielleicht noch rankomme. Ja, das sieht nicht so aus. Schade. Ein Schlüssel. Na, gib mir doch die Herzen. Noch ein Schlüssel. Komm schon. Komm schon. Gut, auch nicht schlecht. Verdammt. Am Ende gibt er einem immer noch, also wenn er genug hat, noch ein, ach, knapp, ein Item. Aber der hier will mehr. Schade. Nun gut. Toll, ich habe hier kein Geld, also kann ich in nichts reinstecken. Ich habe aber einen Schlüssel, kann mal gucken. Das schlechteste Item im Spiel. Diese Schaufel, die glaube ich an Minecraft angelehnt ist, ja. Man kann genau einen Block damit zerstören. Also immer mal wieder, aber das ist, glaub mir, das Teil ist scheiße, wie nichts Zweites. Okay, ich brauche irgendwoher noch ein bisschen mehr Geld, dass ich mich da wieder reinbegebe. Wäre nicht nochmal Schaden fressen. Nun gut. Ach du Heilige. Das ist ein Scheißraum. Wow, wenn ich den überlebe, dann freue ich mich schon.
Für sowas hätte ich ganz gerne ein aktivierbares Item. Damit kann man sich dann ganz öfter mal wieder den Hintern retten. Geld, okay. Gut. Was war The Empress nochmal? The Empress. Ach, ich glaube, das war das die Blood Donation Maschine? Nee. Okay, ich hab's mal ausprobiert. Jetzt weiß ich's wieder. Für einen Raum ein kleines bisschen Bonus, aber scheiß drauf. Komme ich da schnell genug durch? Boah, knapp. Oh, das ist nicht schlecht. Das sind Bob's Curse. Wir haben jetzt vergiftete Bomben. Das heißt, die machen einerseits viel mehr Schaden an Gegnern, andererseits wahrscheinlich viel mehr Schaden an mir selber, wenn ich gegenlaufe. Okay. So, gucken wir nochmal, dass wir zum Bagger kommen. Und danach geht's ab zum Endboss. Meine Laufgeschwindigkeit ist einfach ziemlich hoch, deswegen ist es nicht so einfach. Yay, hat 1 Cent gebraucht. Super. Nicht so einfach, da durchzukommen. Je langsamer, desto einfacher. Isaac hat im Übrigen auch einen Speed, glaube ich, am Anfang von 4 oder so in der Richtung. Und das geht runter bis auf 1. Und 1 ist schleichend langsam. Ich habe schon mal einen kompletten, richtig, richtig guten Run dadurch verloren, dass ich einfach zu langsam war und einfach den Gegner nicht mehr ausweichen konnte. Yay, Steinstatuen. Die schießen so lange, bis ich alle Gegner im Raum vernichtet habe und danach sind sie dann wieder ruhig. Okay. Hilfe! Schnell kaputt machen! Okay. Ja, super. Sehr schön. Toll, dass dein Herz drin ist und ich ein Herz aufgeben müsste. Okay. Na, nicht schlecht. Ganz schön knapp gerettet. Ich nehme Goat Hoof. Wie gesagt, ich glaube, der macht mehr Schaden. Okay, das sind die Köpfe vom Greed, beziehungsweise Greed in seiner ursprünglichen Form, aufgehängt. Sollte ich mich nicht treffen lassen, sonst verliere ich Geld. Gut, die Fliege wird mal aktiv und dann passt es. Okay, wünsch mir Glück. Der erste Endboss. Mom. Noch in der leichten Version. Wow, wow. Mich einsperren lassen. Und das war's. Isaac was cornered. His mother, fueled with the desire to serve her God, was bearing down on Isaac. I will do as I'm told, my lord. I love you above all else, Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over.
Okay, das war das Spiel zum ersten Mal. Hallo X-Blaster 338, der Stream geht seit anderthalb Stunden schon. Und dieses Spiel ist besonders, denn das Spiel fängt erst an. Wir haben den Endboss besiegt, aber es geht noch sehr, 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 sehr viel weiter. Und hier sieht man schon mal so die Gegner. Nicht alle, aber viele. Ein paar Bosse. Isaac in der Hauptrolle. Okay, und wir haben einen anderen Screen. Me, Mom. Sehr schön. Okay, jetzt eine wichtige Frage, bevor ich weitermache. Wollt ihr weiterhin den Spielsound haben und die Musik dazu? Oder soll ich ein bisschen andere Musik anmachen? X-Blaster 338, du hast den ersten und zweiten Versuch von The Binding of Isaac verpasst. Aber das Video wird später bei YouTube nochmal hochgeladen, also kannst du diesen Fehler wieder ausgleichen. Ich hoffe nur, dass der Chat mitspielt und dass mir ein paar Leute noch mehr schreiben können. Okay, Howidi meint, es ist gut so. Gut, lassen wir es erstmal. Ich kann ja irgendwann später, wenn es dann nervig wird, eigene Musik einspielen und es wird irgendwann nervig. Hallo DevilGamer64. So, wir können jetzt nochmal Isaac spielen oder wir können Magdalene spielen, die wir freigeschaltet haben, indem wir, ich glaube, 7 Herzen hatten, also 7 Herzcontainer. Und die anderen sind noch nicht freigeschaltet. Ich bleib noch bei Isaac. So, warum machen wir das Ganze? Na, das werdet ihr gleich sehen, warum ich nochmal weiterspiele. Hallo AllGamer95. Und wir haben das Small Rock freigeschaltet, indem wir, ich glaube, eine gewisse Anzahl an Steinen kaputt gemacht haben. Das Small Rock ist wirklich ein sehr schönes Item. Wenn wir es finden, erkläre ich es mal. So. Und das ist eine Spritze. Und wir spritzen uns das Zeug und Void Range. Speed und Range Up. Sehr schön. Am liebsten mag ich eigentlich Speed und Angriffsschaden. Das gibt es auch irgendwas. Wer weiß, was das ist. Keine Ahnung. Und man sieht, dass die ganzen Durchläufe immer mal wieder anders sind, weil die Räume sich komplett zufällig generieren. Und ach, das war eben dämlich. Und die Items anders sind. So, gucken wir mal, was ist das? Full Health! Oh, sehr schönes. Sehr, sehr schöne Pille. Hoffen wir, dass wir die nochmal finden. Hier könnte der Geheimraum sein. Okay, und wir haben das erste benutzbare Item gefunden und noch so ein gutes. My Little Unicorn, das Einhorn. Ich zeig's gleich. Warum soll ich erklären, wie gut ich das Spiel kenne? Ich kann sagen, ich habe das Spiel schon wirklich viele Stunden gespielt, habe Mom wahrscheinlich um die 100 Mal getötet, irgendwie sowas, habe fast alles freigeschaltet, habe mit den einzelnen Charakteren die schwersten Level durchgespielt und ich will nicht zu viel verraten, aber es gibt einen Charakter, der wirklich der schwerst zu spielende ist und damit habe ich den allerletzten Endboss gekriegt.
auch wenn da viel Glück dabei war. Also ich kenne das Spiel ziemlich gut. So, dann gucken wir mal. Oh, ein ziemlich schwerer Boss, Widow. Also für den Anfang vor allem. Und auch noch die rote Version, die ist schneller, hat ein bisschen weniger Leben, aber die spuckt auch sehr viel. Und spawnt Zeug. Ja. Das Weiße ist übrigens, tut mir nicht weh, sondern es verlangsamt mich. Ach, scheiß drauf. My little Unicorn! Hätte ich vielleicht früher machen sollen. Okay. So, und jetzt sieht man, da oben ist eine Leiste rechts daneben. Das ist der Aufladezustand. Jedes Mal, wenn ich einen Level beende, kriegt das eins dazu. Und je nach Item braucht das unterschiedlich viel zum Aufladen. Also My Little Unicorn ist ein ziemlich gutes Item, deswegen brauche ich, glaube ich, 4 oder 5 Räume, um das komplett aufzuladen. Okay, wir können das Ganze jetzt ein bisschen beschleunigen. Die ganzen Erklärungen habe ich ja schon getätigt. Und wenn irgendjemand Fragen hat, kann er immer fragen. Schreibt einfach in den Chat, wenn Twitch mitspielt. Was ich hoffe. Na komm. Da würde ich gerne ran, aber ich habe keine Bombe. Das sollten wir ändern. Irgendwie fehlt mir ein Schadens-Upgrade. Ich muss selbst bei den Spinnen noch 2 Schüsse machen. Die Spinnen können auch unglaublich nervig sein, denn sie springen einfach ziemlich weit, völlig unerwartet manchmal. Man muss einfach gucken, dass man nicht in der geraden Linie ausweicht. Also nicht gerade nach hinten ausweichen. Nach Möglichkeit. Wenn es nicht anders geht, ja. Ihr seht, sie können den halben Raum durchqueren, einfach mal hier so. Ach, warum geht immer einer mindestens unten lang? Das ist schwieriger. Das TNT-Fass reicht wahrscheinlich nicht, um den oben links zu sprengen. Nein, schade. Ich brauche jetzt schon 2 Bomben. Okay, und ich krieg Schlüssel. Okay, das ist das, was ich vorher gesagt habe. Wenn man mehrere Items bekommt, die man auf Space haben kann. Das ist das Yamheart. Das gibt mir einen Herzcontainer, aber ich mag das My Little Unicorn Item einfach viel, 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 Dollar. Das Herz gibt einem einfach nur ab und zu mal einen Herzcontainer, wenn man, ich glaube, 4 oder 5 Räume durchgespielt hat mit dem Ding. Ja, das hat so ein bisschen was Zelda-artiges, ja, mit den Schlüsseln und der Karte und sowas, ja. Also es sind sehr viele Spiele drin. Sehr viele Spiele, sehr viele Internetparodien, also von den Items her und so. Also es ist schon ganz cool. Und ich muss sagen, ich habe ja hier die Erweiterung drauf. Das heißt nicht, dass ich irgendwann dann in die Erweiterung reinkomme, sondern das Spiel ist ganz anders mit der Erweiterung. Also nicht komplett anders, aber schon. Es ist ein Unterschied. Und die Erweiterung ist schwerer. Also ich spiele schon eine schwerere Variante dieses Spiels. Oh, ich krieg nur Schlüssel. Schlüssel. Keine Bomben zum Kaufen. Verdammt. Das da ist eine Handtasche, ja. Damit kann ich 2 Glücksbringer mitnehmen. Also die Dinger links oben. Wenn ich das Teil habe. Wir müssen noch irgendwie an eine Bombe rankommen. Das kann ja nicht wahr sein. Und hier ist ein Zug. Verdammt. Sieht schlecht aus. Ich könnte höchstens eine Bombe in diesem Raum finden. Ja, eine Bombe, die mich umbringt. Nein, das meine ich nicht. Das wollte ich nicht sagen. Okay, wir müssen gegen den Boss antreten. Hilft nichts. Okay. Einer der 4 apokalyptischen Reiter. In diesem Spiel gibt es interessanterweise 5. Und das Pferd sieht toll aus, oder? Und die haben immer 2 Phasen. Und die zweite mag ich weniger. Also machen wir das jetzt. Okay, ach verdammt, ich habe selbst Schaden bekommen. Man muss immer gucken, wenn es ausläuft, möglichst das Weite suchen, aber ich hätte gerade mal einen Schlag hingekriegt. The Book of Revelations.
Und jedes Mal, wenn man... Das Spiel ist wie Super Meat Boy von Edmund McMillan. Ja, das ist auch mit drin, das wollte ich gerade sagen. Jedes Mal, wenn man apokalyptischen Reiter besiegt, kriegt man sowas. Cube of Meat. Das Ding geht... Ja, das umkreist mich jetzt und blockt Angriffe ab. Wenn ich den zweiten apokalyptischen Reiter finde und besiege, dann wird das Ding zu so einem kleinen... Ja, Fleischklumpen, der selbst mitschießt, wie so ein Fabeljahr. Wenn ich 3 finde, dann wird es zu Meat Boy. Und wenn ich 4 finde, dann wird es zum großen Meat Boy. Und Meat Boy wird mir dann hier zur Seite stehen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Wie viel kostet das Spiel? Das Spiel kostet, glaube ich, um die 4, 5 Euro bei Steam irgendwie. Es gab mal einen Steam Winter Sale, da war es um 75% reduziert und ich habe es mir mit Erweiterung für ganze 2,95 Euro oder sowas gekauft. X-Plaster, ich kann nicht lesen, zumindest jetzt das gerade. Ja, Twitch scheint irgendwie was dagegen zu haben, dass ich streame. Ja, das Spiel ist sehr billig und hat einen sehr hohen Wiederspielwert, muss man wirklich sagen, das ist ganz cool. Und ihr seht jetzt, da oben, der Boss ist weiter weg. Ja, was soll das denn bedeuten? Ja, das werden wir noch rausfinden. Das ist wirklich nur, es ist halt ein Indie-Game. Die Indie-Games sind immer relativ günstig und sind teilweise sehr gut. Genauso wie Aquaria, das ist ein sehr, sehr geniales Spiel, kostet auch nicht viel. Allerdings gibt es das, glaube ich, nicht bei Steam, was ich schade finde. Und noch eine Spritze, okay. Noch mehr Steroide. Warum nicht? The Virus. Und immer, wenn ich hier was freischalte, dann ist das eben als Item dann erst verfügbar. Also erst dann kann ich das finden. So, und ich habe jetzt ein Virus. Was heißt, wenn mich ein Gegner anfasst, kriegt er eine Erkältung. Und, also kriegt davon ziemlich viel Schaden. In Kombination mit dem Einhorn-Item unglaublich gut, denn ich kann gegen Gegner rennen. Die Gegner kriegen vom Einhorn-Dings Schaden, werden zusätzlich vergiftet. Also macht das Ganze noch mehr Schaden. Ansonsten ist das Item nicht so gut, weil man ja Schaden vermeiden sollte. Und ich habe Full Health, also kommt volles Leben davon. Das ist gut. Na, Hilfe. Ja, ihr habt es gerade gesehen. Das Ding hat mich berührt und ist draufgegangen. Weil ich so krank bin. Tja. Und nochmal Full Health. Okay. Das muss ich mir merken. Bevor ich zum Boss gehe, dass ich dann nochmal auf Maximum Leben gehe. Und dann eine Pille mitnehme. Aber nee, nach dem Boss vielleicht. Nach dem Boss. Schade, dass man keine 2 Pillen mitnehmen kann. Naja. Oh. Es wäre eigentlich eine gute Zeit, zum Boss zu gehen, denn My Little Unicorn ist aufgeladen. Ich sag einfach das Einhornhorn. Das hört sich auch scheiße an. Na gut. Ihr wisst, was ich meine. Two of Spades gibt mir doppelt so viel Schlüssel. Da ich nie so viele brauche, habe ich es jetzt einfach mal aktiviert. Ja, dann gucken wir mal hier rein. Und der zweite apokalyptische Reiter. Genial. Pestilenz. Vielleicht schaffen wir ja, Meat Boy zusammenzubauen. Vielleicht Stück brauchen. Auch der hat eine zweite Phase. Und ja, ich darf nicht auf das grüne Zeug treten. Das ist hochgradig giftig. Oh je, ich meine, Schaden. Ich habe kein Damage Boost Item irgendwie so. Angriffsgeschwindigkeit hoch oder Schaden hoch oder ähnliches. Okay. Und
übrigens, der Gegner ist immun gegen Vergiftung. Also, dahingehend hilft mir das leider nicht weiter. Pestilenz, klar. Ich glaube, der ist schon so weit vergiftet, wie es mir irgendwie möglich ist. Ich habe gerade gar nicht gemerkt, dass ich in den Katakomben bin. Das heißt, zwei Bosse hierfür. Und zweites Stück Cube of Meat. Und wir haben schon Meatball-Kopf. Immerhin. Okay. Ja, machen wir vielleicht den zweiten Boss? Nein, machen wir nicht, da ich mein Item noch aufladen will. Ja, jetzt macht wenigstens hier der Meatball-Kopf noch ein bisschen mehr Schaden. Das ist ganz gut. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, als ich jetzt endlich ein anderes Programm als jetzt mit Open Broadcaster Software dann mal ausprobiert habe und die Qualität ordentlich hochschrauben konnte. Ich bin jetzt glaube ich auf HD Ready, also so 720p irgendwo in der Richtung. Das ist ganz cool. Also steht auch dem LOL-Spiel nichts mehr im Wege. Und ihr könnt sogar was erkennen. Halleluja! Oder auch anderen Spielen. So, und das lasse ich jetzt. Hier ein kleiner Tipp für die Leute, die das nicht wissen. Diese Haufen mit den Fliegen drumherum, wenn man die einfach stehen lässt und ein paar Räume macht, dann kann es passieren, dass die in einen goldenen Haufen sich verwandeln. Und da ist viel Geld drin. Ja, man kann sogar den Chat lesen, ja. Das ist toll. Ich will nicht mein Geld verlieren. Lass das. Hört auf zu spucken. Das ist unhöflich. Im Übrigen geht so das Gerücht um unter den Spielern dieses Spiels, dass so ziemlich alles, was man hier dem man hier begegnet, ehemalige Brüder oder Schwestern von Isaac sind. Vor allen Dingen die Bosse. Also jetzt die Spinnen nicht, aber so einige davon. Und natürlich die apokalyptischen Reiter. Die ganze Geschichte hier basiert auf einer Geschichte aus der Bibel. So, mein Item ist wieder aufgeladen. Soll ich den Boss jetzt besiegen? Ach, da muss ja ewig hinlaufen. Nö, wir machen mal hier weiter. Wow. Knapp, gut, dass er nicht weiter nach unten gegangen ist. Okay, so, und wir befinden uns im Spielparadies. Und ja, hier haben wir drei Sachen. Einmal Herzen gleich Geld. Die Blood Donation Maschine. Ich kann Geld reinstecken, Herzen reinstecken und dann kriege ich Geld. Oh, okay. Portable Blood Bank. Dasselbe, nur dass ich es sogar mitnehmen kann. Und dann die beiden hier. Den einarmigen Banditen habt ihr schon gesehen. Da kann relativ viel Zeug rauskommen. Ich werde jetzt nicht alles aufzählen. Und den hier, wenn ich dem Geld gebe, dann versteckt er das. Dann versteckt er irgendwas unter den drei Dingern. Und ich habe eine Chance von 1 zu 3, den Gegenstand zu bekommen. Aber ich gucke erstmal im Shop, ob es sich vielleicht lohnt, das Geld zu behalten. Super, Greed lohnt sich also nicht. Und nein, ich benutze jetzt nicht mein Little Unicorn, denn jedes Mal, wenn ich ihn berühre, verliere ich ziemlich viel Kohle. Egal, ob ich gerade unbesiegbar bin oder nicht. Das interessiert Greed überhaupt nicht. Ist er nur einer der sieben Sünden, also. Ja. Die anderen gibt es natürlich auch noch im Spiel. Oh, cool. A Dime, also ein 10-Cent-Stück. Coole Sache.
Ja, dann lohnt es sich doch mal, nochmal in den Spielpalast reinzugehen. So. Geld für dich. Geld für dich. Schlüssel, ich brauche Bomben. Und übrigens ist es total egal, welchen Totenkopf ihr berührt. Es wird zwar immer der angehoben, den ich berühre, aber es ist eine 1:3 Chance, das auch zu bekommen. Und ich will Bomben haben. Ja, nein, nicht solche Bomben. Es gibt auch Items, die das Glück erhöhen. Die ist es dann, ja, die bringen es hier richtig. Ich habe aber auch gerade Pech. So, andere Pille. Bergstürme, verdammt, die hat mir Schaden gemacht. Naja, nicht so schlimm. Ich habe hier noch so viele Full Health Pillen rumliegen. Und noch eine Pille. Es gibt... Shit. Teleportationspille. Das hätte auch böse enden können, wenn ich im Bossraum gewesen wäre, oder... Ah, naja. Ich will eine Bombe haben. Ja, ja, komm, 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 jetzt hier unten. Yes, 3 Stück. Und weißt du was? Dafür gibt's eine Belohnung. Bye, bye. Bad Trip ist teilweise gut. Es gibt zwar Möglichkeiten, die ich mir das vorstelle, aber das liegt dann daran, dass man, ja, wenn man Schaden kriegt, zum Beispiel, dass sich Items auch schneller aufladen oder ähnliches. Also in meinem Fall jetzt ist Bad Trip nichts Gutes. Also Schaden von einer Pille. Okay. So, ich glaube, wir haben jetzt hier in diesem Bereich eigentlich so ziemlich alles, was es zu holen gibt. Und kein goldener Hundehaufen rausgebrochen, schade. So. Opfere ich 2 Bomben dafür? Ja, mach ich. Da das, die Karte so groß ist, dass ich eh keine Chance habe, den Secret-Raum zu finden mit 3 Bomben. Also. Oh, cool. The Sad Onion. Tears up. Eine Angriffsgeschwindigkeit hat sich gerade verdoppelt. Sehr schön. Ob man die Qualität verändern kann? Was meinst du? Bei Twitch oder ob ich die Qualität selbst verändern kann? Das musst du mir noch sagen, dann kann ich dir darauf antworten. Na, mal gucken, was hier noch für ein Boss auf mich wartet. Oh, The Wrenched, die schlimmere Version von Widow. Der kann manchmal ganz schön harschig sein. Aber irgendwie, durch Set Onion habe ich doppelte Angriffsgeschwindigkeit, mache ich sehr viel Schaden. Tja. Okay, also du meinst bei Twitch, ob man da die Qualität noch verändern kann. Ich habe leider noch nicht die Möglichkeit gefunden, das einzustellen. Ich weiß, dass es bei XSplit geht, allerdings müsste ich ja dann auf das Bezahlprogramm wechseln. Hier bei Open Broadcast Software weiß ich es noch nicht. Ich lade zurzeit mit 3 Mbit ab hoch und ich hoffe, du hast eine Leitung, die mindestens 3 Mbit down verspricht. Okay, ich habe Full Health und das ist natürlich, je besser, desto mehr Herzen ich habe, deswegen brauche ich sowas nicht. Tja, dann brauche ich die andere Pille gar nicht. Nö, okay. Oh, das wusste ich zum Beispiel noch nicht, dass Bad Trip auch das Leben erhöht, wenn man nichts anderes hat. Ich dachte, das bringt einen dann um. Okay, gut zu wissen. Nun gut, nun gut. Wir haben noch was zu töten. Ach, es ist ganz schön viel los. Erstmal die Läufer. Und jetzt. Verdammt. Den auszuweichen ist auch teilweise sehr schwer, wenn man kaum vorhersehen kann, wohin die Köpfe wirklich gehen.
prallen auch so ziemlich von allem ab. Okay. Gut. Na, nicht einsperren lassen, nicht einsperren lassen und ausweichen. Gut. Sehr schön. Oh, jetzt habe ich vergessen, eins meiner Lieblingsitems zu erklären. Der Kleiderbügel. Isaac hat einen Kleiderbügel gefunden und er macht der Schaden, indem er Gegner anheult. Was macht er also? Damit er mehr weint aus Schmerzen, rammt er sich das Ding mitten durch den Kopf. Logisch. Ich liebe es manchmal, wie logisch dieses Spiel ist und doch total daneben. Okay. Okay, das sind jetzt ziemlich harte Gegner. Ihr seht, hinten das Gehirn liegt frei. Das liegt daran, dass man sie von vorne nicht angreifen kann. Wie auch hier hilft mir die Vergiftung eigentlich ganz gut. Verdammt, weiter. Aber ich muss irgendwie einen Weg finden, von der Seite oder von hinten anzugreifen. Ansonsten bringt das nichts. Die Champion-Variante hält mal wieder doppelt so viel aus wie die normale Variante. Hier sind Items sehr nützlich, die einem erlauben, durch Gegner durchzuschießen. Das gilt dann auch, dann kann man die auch von vorne angreifen. Nochmal so ein Raum, okay. Gleiche Taktik. Ja, fast. Ab. Okay, cool. Noch mehr Angriffsgeschwindigkeit. Die müsste ja jetzt schon fast noch auf Maximum sein. Jo, Angriffsgeschwindigkeit ist auf Maximum. Mehr geht nicht. Ist auch schon ziemlich schnell. Jetzt fehlt natürlich, um ordentlich Schaden zu machen, dann auch noch ein Damage ab. Finden wir auch noch, glaube ich. Okay, die Farbe von dem Ding hat sich verändert, glaube ich. Auf jeden Fall spuckt das jetzt explosive Kugeln anstatt die normalen. Euren Lasers anzugreifen. Es gibt von fast jedem Gegner übrigens eine upgradete Version. Das ist die normale und unten war eben die bessere. Die schießt dann nicht nur nach vorne, sondern auch nach vorne und hinten, weil der Rücken total durch ist. Dann nutze ich ja fast meine Unicorn einzusetzen. Das ist sonst ewig nervig. Im Übrigen, diese Gegner hier wurden mal genervt. Die Intelligenz war nämlich noch besser, die haben immer versucht, einem den Kopf zuzuneigen. Und die waren einfach unglaublich schwierig zu besiegen. Also die wurden schon leichter gemacht. Und sind trotzdem noch nervig. Und noch mehr Geld. Hey, ich kann sogar in den Shop. Komm schon, die Teile explodieren, wenn man ihnen Schaden macht. Die fliegen in den Schwarzen. Genauso. Wahnsinn, ich komme sogar hin. Und das Item werde ich mir schnappen, denn Mums Coin Purse hat ziemlich viel Pillen drin. Und ich habe Full Health. Bad Trip werde ich nicht benutzen. Das hat Fragezeichen drauf. Balls of Steel. Yeah. Zwei Seelenherzen. Und ja, obwohl es nichts bringt, Tears Up. Sehr schön. So, dann nehmen wir das Ding mit. Und weiter geht's. Coole Sache. Und Isaac flennt wie ein Baby. Was in diesem Spiel sogar gut ist. Sehr gut sogar. Ach, meine Güte. Ah, es wäre doof, wenn ich jetzt meinen Pony verwende. Auch wenn es gerade echt angenehm wäre. Aber ich werde gleich den Boss besiegen. Ein Item, was ich überhaupt nicht mag. Dead Sea Scrolls. Man benutzt es und es funktioniert wie irgendein zufälliges Item
ein zufälliges benutzbares Item, aber es gibt auch welche, die einem selber schaden und man kann halt nie wissen, welches man gerade benutzt, also lassen wir das. My Little Unicorn, nicht My Little Pony. Ach, My Little Unicorn, Entschuldigung, es ist beides total bescheuert. Sowohl das eine als auch das andere. Komm schon, stirb! Verdammt. Blödes, komisches, gehirnartiges Ding. My Little Unicorn ist das Einhornhorn, was ich gerade auf Space habe. Okay, so. Dann kann es ja losgehen. Und wir kämpfen gegen Monstro 2. Schon wieder. Genau, mach deine Laser. Die sind viel, viel schöner als diese blöden Hin- und Herspringattacken. Und das ist eigentlich auch der Trick, den man mit ihm machen kann. Wenn man in einem bestimmten Abstand von ihm ist, dann macht er immer diesen Laser. Und dann kann man ihn ein bisschen aufs Korn nehmen. Macht den Boss um einiges leichter. Zumal ich nicht wirklich viel Schaden pro Träne mache, wenn es viele sind. Perfekt. Sehr schön. Okay. Sehr schön. Okay, und weiter geht's. Und jetzt sind wir in The Depths 2, also den Tiefen, zweiter Teil, wo wir letzte Mal Marm begegnet sind. Ach komm, alles drauf. Kill them all. Man kann bei dem Boss nicht so richtig stehen bleiben, da er sich immer mal wieder bewegt. Oben. Das Spiel hat ein Ziel, ja. Also es geht eigentlich immer darum, besiege den Endboss. Und eigentlich geht es eben um diese Geschichte. Isaac wurde, oder die Mutter von Isaac wollte ihn umbringen. Er flüchtet und Gott greift ein und tötet die Mutter. Und man ist jetzt dabei, Isaacs, ja, wahren Willen zu finden, beziehungsweise die Beweggründe der Mutter und auch von ihm. Und dafür gibt es noch zwei Enden, die sehr, sehr wichtig sind. Also wir haben beim ersten Mal die Mutter besiegt und jetzt beim zweiten Mal, das werdet ihr sehen, ich hoffe, ich komme bis dahin, werden wir etwas anderes in der Art besiegen. Denn die Mutter ist ja immer noch überzeugt, dass es das Beste ist, Isaac umzubringen. Ihren eigenen Sohn. Die Gegner sind teilweise echt fies. Ich meine, in solchen Räumen, in denen man sich kaum bewegen kann. Ach, kommt schon. Hier will ich wieder raus, da sind mir zu viele Stacheln drin in dem Raum. Also ich kann jetzt nicht bis zum allerletzten Boss kommen. Also dazu muss ich noch eine ganze Menge machen. Ich kann jetzt erst bis zum zweiten Endboss kommen. Ach, da ging es ja noch runter. Shame 99. Ich hoffe, ich habe deine Frage hinreichend beantworten können. Ich
will auch nicht zu viel spoilern. Das ist, wäre auch ein bisschen doof. Ah, Fliegenalarm. Ja, okay, gut. Da komme ich so schnell nicht hin. Doof. Dann machen wir es so. Zack. Super, ich muss mich wahrscheinlich verlassen. Das ist Small Rock. Damage up. Jetzt habe ich auch einen Schadensbonus. Meine Tränen sind jetzt steinfarben, also grau. Und das sollte jetzt einen ganz schönen Boost zu meinem Gesamtangriffsschaden dazu geben. Ja, es gibt sicherlich einige, die das Spiel schon kennen und trotzdem gerne zuschauen, weil sie wissen, dass es sich immer wieder ändert, dass jeder Versuch immer wieder anders ist. Aber es gibt sicherlich auch Leute, die das Spiel nicht kennen und denen will ich das ja nicht verderben. Okay, ja, soweit so gut. Jetzt fehlt mir noch der Itemraum und danach können wir... Ja, dann können wir zum Boss gehen. Small Rock verlangsamt? Ja, möglich. Aber der Schadensausstoß wird um einiges erhöht, also bin ich sehr froh. Das war auch nicht schlecht. Ich bin eigentlich sehr gut ausgerüstet, was so Bomben und Schlüssel angeht, muss ich sagen. Und ihr seht, ich mache die Gegner sehr viel schneller fertig. Okay, da komme ich so nicht ran, oder? Ja. Nun gut, dann halt nicht. Das sind echt blöde Gegner. Gut. Na dann. Und da haben wir den Gegenstandsraum. Alles produziert hier Fliegen. Selbst die Fliegen produzieren Fliegen. So, und du auch. Hör damit auf. So. Yay! Magneto, Item Snatcher. Ist jetzt nicht das schönste Item, was man finden kann, aber erleichtert einen einfach genau das hier, dass die Items zu einem hinfliegen. Also alles, was man so aufsammeln kann. Kann auch mies sein, aber meistens ist es gut. Warum mache ich das? Ach, stimmt, ich werde ja nochmal in den Shop gehen. Komm schon, den kriegen wir auch ohne Little Pony. Nee, mein Little Unicorn hin. Ich weiß nicht, warum ich immer mein Little Pony sagen muss. Hier komm, Schluss. Ach. Ausgewichen. Bei dem Gegner wundert es mich immer, wenn der Lebensbalken leer ist, dann hält er immer noch mal 4 Schüsse auf. Spyro. Spyro ist ein Spiel, meiner Meinung nach, mit einem lustigen, lilafarbenen Drachen. Ja, dann kenne ich Spyro. Hui, jetzt kommt da richtig viel im Chat. Okay. Habt ihr auch so einen extremen Lag? Ah, oh, das... Mit dem Lag tut mir leid. Ich hoffe, das liegt nicht an mir. Das liegt hoffentlich an Twitch. Karte und... Was war das für eine Karte? Twitterfly. Nicht schlecht. Wenn es zu schlimm wird, dann... Schaut es einfach, wenn ich auf YouTube hochlade. Okay, wenigstens haben wir auch Leute, bei denen es nicht weg. So, Steam Sale. Tja, leider habe ich kein Geld, also was soll's. Aber die Ausrüstung bis jetzt ist eigentlich ziemlich gut. Das, was wirklich noch fehlen würde, ist Fliegen. In irgendeiner Weise. Ja, lila Drache. Spyro-Spiele, also ein paar davon sind gut, aber es gibt auch sehr schlechte, finde ich.
Also ich habe bis jetzt zwei selbst gespielt und mir eins angeguckt und eins von denen, die ich selbst gespielt habe, war wirklich gründlich. Und wir kämpfen nochmal gegen Mann. Okay. Ja, ja. Das muss man immer machen. Der große, fette Fuß des Grauens ist jedes Mal dabei. Okay, Doppelvergiftung. Das ist richtig gut. Und ihr seht, dass wir sehr viel mehr Schaden haben als beim letzten Mal. Im Lebensbalken des Bosses. Und so, ich muss nur die Mutter umbringen, dann sterben auch alle anderen Viecher. Ich kann mich an die Namen von den Spyro-Spielen nicht mehr erinnern. Sorry. Da war ich, glaube ich, irgendwie. Beim ersten war ich, glaube ich, irgendwie 8 oder 9 Jahre alt. Gesehen habe ich bei einem anderen Let's Player. Bei Zuckzui habe ich eins der Spyro-Spiele gesehen. So. Wir haben die Mutter jetzt besiegt und wir sind jetzt in The Womb. Also quasi im Uterus. Oder nee, jetzt hier richtig, Uterus. Wir sind sogar im Uterus. Wir sind jetzt drin. Da, wo Isaac herkommt. Nein, ich habe mir keine Wii U geholt, Shame 99. Da ich, das Ding ist mir einfach zu teuer. Das lohnt sich gerade auch nicht. Ich habe einen schönen PC. Damit kann ich viel machen. Aber selbst kaufen, 350 Euro für die Konsole, ist mir ein bisschen extrem happig. Ich bin Student, mein Monatsbudget beläuft sich auf 600 Euro. Und davon muss ich auch Miete bezahlen, also ja. So, der Unterschied jetzt in diesem Bereich des Spiels, wir kriegen jetzt anstatt einem halben Herzen immer ein Herz abgezogen, wenn wir Schaden nehmen. Items, die das wieder zurück auf ein halbes Herz reduzieren, aber davon habe ich keins. Okay. Bombe, immer. Das ist immer so eine Kettenreaktion. Ach, die Schande. Die enge Dinge. Warum ich Engel sage? Na gut, die erweiterte Version ist dann, sind dann Engel. Aber die sind echt fies. Die teleportieren sich hin und her und spucken. Da noch eine Champion-Variante, nein. Gut. So. Mal gucken, ob hier der Boss ist. Ah, super. Ja, Boss ist, aber es ist Birdie Junior. Ach, der rechts daneben ist auch der Boss. Was auch heißt, dass ich sofort weitergehe, da es in dem im Uterus bzw. in The Womb keine Gegenstandsräume gibt. Es kann noch Shops geben, aber auch das ist ganz selten. Das Schreien auf Dauer ist gar nicht nervig. Nein, nein, ich find's nicht nervig, überhaupt nicht. Wie gesagt, wenn ihr wollt, kann ich auch auf Musik umschalten. Okay, erster Boss in The Womb. Isaac vs. Lucky 2. Den gibt's auch normal, aber der hier hat sich gespalten und ist jetzt doppelt vorhanden. Zwei Hälften desselben Bosses. Und nur Lucky, genau, das will ich sehen. Der kann nämlich explosive Fliegen spawnen. Und die kann man, wenn man sie schnell genug umbringt, dann kriegt er ziemlich viel Schaden. Gut. Howidi, könntest du mal die Steuerung erklären? Okay, Steuerung ist ganz simpel. Ich kann mich mit WASD bewegen, also rechts, links, oben, unten. Mit Pfeiltasten kann ich schießen in die vier Himmelsrichtungen. Wenn ich dabei nach oben gehe, dann ist es, also wenn ich dabei irgendwie laufe, dann wird es ein bisschen schräg. Also ich kann gedrückt halten. Es gibt auch Items, die dann einen für zum kurzen Drücken verleiten.
Auf Space benutze ich das Item, was da oben drin ist, bei Space. Und auf Q benutze ich den Gegenstand rechts oben, also die Pille, Full Health. Und auf Shift kann ich eine Bombe legen, wenn ich eine habe. Soll ich mal, Smart SL, soll ich mal Hexagon spielen im Stream? Ich glaube, wir werden alle irre. Ich und ihr auch. Okay. The Box. Wieder das Item, was wir schon mal hatten. Eins von jedem. Hey, Trinket hatte ich noch gar nicht. Cool. Pretty Fly, nehmen wir natürlich keine mit. So, was ist das? The Chariot. The Chariot ist einmal Verwendung von My Little Unicorn. X-Blaster 338, das tut mir leid, dass deine Nachrichten selten gewendet werden. Okay. Will ich hier von einem Item? Nein, will ich nicht. Das ist Guppies Head, das ist ganz gut, aber nicht zwei Herzen wert. Und das da rechts oben ist zwar Fliegen, aber ich habe nicht so viel Leben, also naja. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Kriegen wir auch Utero 2 oder The Womp 2? Mal gucken. Utero ist die schwerere Variante von The Womp. Da sind dann schlimmere Gegner drin. Es gibt immer eine leichtere und eine schwere. Ja, es ist Utero 2. Super. Gleich beim ersten Mal das Schwere. So, weg mit den Viechern. Das ist übrigens, ja, ein Gedärmhaufen. Das ist so. Und der teilt sich auf in kleinere Gedärmhaufen. Was die alles so in ihrem Uterus hat, es ist zum Schreien. Dann gucken wir mal, was im Geheimraum drin ist. So, die Teil hier kann ich nicht kaputt bomben, aber ich kann hier durch. Für zwei Schlüssel. Ups. Shadow Isaac, beziehungsweise Anti-Isaac oder wie auch immer man das nennen möchte. Ja, das ist die böse Variante von mir. Wenn ich schieße, schießt er und er macht genau das Gegenteil wie ich. Also wenn ich jetzt hier schießen würde nach links und ihn angreife, dann greift er mich auch an. Das heißt, wir machen einen kleinen Trick. Plätze tauschen. Bumm. Gedärme im Uterus? Hoffentlich, also in echt, hoffentlich nicht. Die Menschen tun mir dann sehr leid. Ja. Hier sind auch noch irgendwelche Spulwürmer oder so und weiß ja nicht, was die so ist. So, das hier ist ein Bücherraum, also Bibliothek. Book of Shadows ist eigentlich ziemlich gut, aber nicht so gut wie The Chariot. Das Book of Shadows gibt mir einen temporären Schild. Aber das macht ja mein Einhornhorn auch. Dann gibt es noch hier Arcanist Kochbuch. Nicht Kochbuch. Nee, vergesst das mal schnell. Cookbuch, also das Kochbuch der Anarchie, Anarchisten. Warte, das kann ich mal zeigen. Ach, fuck, falsche Taste. Super, Full Health weg, egal. Dann halt. So, habt ihr das gesehen? Oh, cool. Was? War da ein Stein? Interessant. Nicht so schlimm. Ich denke mal, ich komme auch so weiter. Auch ohne Full Health. Und wenn, dann finden wir es vielleicht wieder. Mal schauen. Ja, und hier solche Teile. Ich will ja nicht wissen, was das ist. Wenn das hier im Uterus rumgeistert. Kommt schon irgendwo raus, wo ich dich noch angreifen kann. Nicht immer da. Danke. Mit dem Shadow Isaac kann man keine Gegner angreifen. Nein, nix Blaster. Ja, hallo Topshot 96. Ich streame gerade, das ist richtig. Ah, verdammt, Laseraugen. Die muss man schnell besiegen. Sonst hat man echt Probleme. Ganz, ganz, ganz schnell geht das. Telepilz! Teleportation. Ja, das kann noch hilfreich sein. Moment, ist es vielleicht gerade. War der Challenge-Raum offen oder nicht? Ach shit, der ist zu. Verdammt. Na gut.
Suchen wir weiter nach dem Bossraum. So, zuerst mal die Herzen. Ja. Na gut, wenn du dich so anbietest, kann ich dich natürlich auch zuerst umbringen. Na, verdammt. Das war ganz schön knapp. So, jetzt die Spinne. Die Dinger, die an der Wand rumlaufen, sind an sich nicht so schlimm. Außer man ist in extremst engen Räumen, dann kann es nervig sein. Jetzt hoffen wir, dass wir den My Little Unicorn nochmal, oder, ja, aufgeladen bekommen. Das wäre ganz wichtig für den Kampf, für den Endkampf. Wie gesagt, Utero 2 ist die sehr viel schwerere Variante von The Womp. Tears up, noch mehr, geht leider nicht. Und das hier sind diese komischen Spulwürmer. Ich weiß auch nicht, was die hier zu suchen haben. Aber gesund sein kann das nicht. Ja, und Fleischklumpen. Natürlich, Fleischklumpen. Und eine Bombe. Ja, die Bomben werden auch zu mir gezogen. Ich bin halt Magneto. Ich hab's angekündigt, aber erst heute. Ich finde, das so spontan zu machen, ist für mich viel angenehmer, als dann groß was drumherum zu machen. Ich freue mich über jeden Zuschauer, also müssen nicht 100 Leute sein. Wäre natürlich cool. So, mir fehlt noch ein bisschen was zu My Little Unicorn. So, das hier ist Matchstick. Damit kriege ich mehr Bomben. Da ich keine Bomben brauche, lassen wir das. Ich hoffe so, dass ich den Endgegner besiegen kann mit der Ausrüstung. Eigentlich müsste es funktionieren. Mal gucken. Je nachdem, wie nett er ist. Na komm, kleines Spielchen. Yay, ein Herz. Okay, ein Raum noch. Einen Raum brauche ich noch. Dann habe ich mein Item wieder aufgeladen. Ah, das ist doch ein guter Raum. Die mit den zwei Laseraugen finde ich echt mies. Okay, dann kann's losgehen. Ich überlege gerade, ob ich das Book of Shadows vielleicht doch mitnehme. Dann kämpfen wir jetzt gegen Mom's Heart. Auch eine Art, jemanden zu überzeugen. Und das Teil spawnt Gegner. Und zwar richtig viele. Mit Bomben kann man hier viel machen, weil die an derselben Stelle spawnen. Hey, die knacken an der Wand. Die chargen ziemlich schnell an, wenn man sie lässt. Isaac vs. Hartz IV. Nein, den Gegner kann selbst Isaac mit seinen Schlägen nicht besiegen. Oh, sogar noch die schwere Variante von dem Ding. Oh, und jetzt, das Herz hat selbst getötet. Wenn man unter ein Drittel kommt, dann geht's in Enrage und macht genau das. So. Ja, du Herz. Ja. Und wir haben das unlocked. Das war der zweite Endboss, den wir jetzt noch einige Male töten werden.
Das Fee ist von Judas. Wir haben also einen Charakter freigeschaltet. So, das war der zweite besondere Boss. Und dieses Herz werden wir jetzt noch 8-mal umbringen. Dann kriegen wir noch was anderes. Dann gibt es noch 2 Richtungen, die wir danach gehen können. Und dann gibt es immer noch eine Möglichkeit. Also es gibt noch genug, was man in diesem Spiel machen kann. Ja, juhu, ein Hut. Du sprichst mir aus der Seele. Die 7 Sünden. Die Musik von Isaac ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Aber irgendwann geht sie einem auf die Nerven. Beim nächsten Mal werde ich dann auf jeden Fall noch eigene Musik dazu spielen. Das ist kein LP. Ich streame, wie ich spiele. Und kommentiere das. Ja. Und das ist auch fast vorbei. Muss ich leider sagen. Und der Fuß des Grauens. Und Satan. Ah, jetzt haben wir ja auch die Bosse von Wompton und Mom's Heart. So. Das war The Binding of Isaac bis hin zu Mom's Heart. Mit Statistiken, Alba selbst gestorben, Mom getötet, Items, das erste Ende haben wir, den normalen Epilog, klar. Und Secrets, Secrets über Secrets, die ich alle gefunden habe, Wahnsinn. So, hier gibt es dann noch die Kollektion. Das ist, was ich an Items gefunden habe. Und die Fragezeichen sind die Items, die es noch gibt. Und ja, dann gehen wir noch back. Was es dann noch gibt, sind Challenges. Hier sieht man nur die Namen. Ich kann euch dann, wenn ich es mache, erklären, was es ist. Zum Beispiel, was nehmen wir denn? Lord of the Flies. Man kriegt am Anfang 2 Items, nämlich wenn man angreift, dass man fliegen spawnen kann. Und wenn man selbst Schaden nimmt, dass man fliegen spawnt, die den Gegner angreifen. Und dafür sind aber die Gegenstandsräume weg. Und man muss einen bestimmten Punkt erreichen im Spiel und dann kriegt man ein Item freigeschaltet. So, und wenn Twitch heute auch ein bisschen rumspinnt, dann ist das ja ganz gut. Das war's für heute. 2,5 Stunden sind, denke ich mal, auch gar nicht so schlecht. Ich streame vielleicht morgen wieder. Also so eine Runde Isaac oder eine Runde LOL oder vielleicht auch eine Runde Speedrun. Nicht so lange. Nicht so viel auf einmal. Ich werde mich versuchen, immer auf eins zu spezialisieren an einem Tag, denn ansonsten komme ich durcheinander. Aber ich muss heute jetzt ein bisschen früher Schluss machen, aus dem ganz einfachen Grund, dass ich noch lernen muss. Ich bin zurzeit in der Prüfungszeit und ja, versuche möglichst auf meine 4 bis 5 Stunden am Tag intensives Lernen zu kommen und da muss ich heute nochmal mindestens 1,5 Stunden ran, bevor ich ins Bett gehe. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Video wird, wie gesagt, noch bei YouTube hochgeladen. Für die Leute, die den Anfang verpasst haben, ist also gar kein Problem, könnt ihr euch noch anschauen. Und eventuell morgen zu 90%. Und beim nächsten Mal kündige ich das vielleicht ein bisschen früher an. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal oder beim Video. Morgen gibt es natürlich auch wieder ein Video. Ganz logisch. Okay, Moment. Im Chat bin ich noch kurz. Also